So, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Livestream mit Fortnite. Es geht wieder weiter mit einem Gewinnspiel. Wer ist denn alles schon da? Hallo Tia, hallo Roberto, TikTok Hot, Squishy, hallo und Flaco Knight, Hallöchen. Wie geht's euch allen so? Habt ihr ein schönes Wochenende bisher gehabt? Meine Shisha ist auch wieder am Start. Bier habe ich auch wieder am Start. Könnten wir eigentlich direkt schon loslegen. Wer hätte denn Lust mitzuspielen? Und hallo Missouri, Mansouri. So, was sind die technischen Herausforderungen? Füge Gegnern Schaden mit Spitzhacken zu. Ja, nice. Das lassen wir direkt mal drinne. Und noch die Wasserquest. Alles Klärchen. Was ist denn hier oben? Zwei Freunde. Was von Creepy Gucci Cap? Oha, Ehrenmann. Oh geil, Dankeschön. Oha, tu direkt mal ausrüsten. Als einfach auf Ehre. So, die Lobby tue ich auch direkt mal wieder auf Privat. So. Ach, das warst du, Flake. Oh, vielen Dank. Dann tue ich direkt mal, gleich mal ein Dingensbums machen, so ein wie heißt es, Notiz? War irgendwie so ein, na gut, den finde ich jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr, den Namen. Wie heißt du denn nochmal? Ich kann, das konnte ich mir gerade irgendwie nicht merken. Irgendwas mit C war das doch, oder? Creepy Bot. Dann suchen wir das mal. Bist du offline eingestellt? Warum ist das hier nicht sortiert? Bei mir stehst du nicht auf online. Ach doch, hier. Ah doch, hier. Mann, warum springt das dann immer wieder zurück? Das steht alles unten in der Videobeschreibung, Missouri. Alles unten in der Videobeschreibung. Alles komplett durchlesen, wie auch beim Gewinnspiel. Da hast du ja auch reingeschrieben, was muss man jetzt genau machen. Und das steht einfach alles ganz oben. Man muss das nur genau lesen. Man muss das einfach nur genau lesen, dann weiß man auch, was man zu tun hat. Einladen. Oh, Discord buggt rum. Ich kann gerade die Berechtigung nicht geben. Ich muss Discord gerade... Nochmal ein Geschenk? Oha! Dankeschön! Ein Outfit, oha! Tu mal Ober direkt ausrüsten auf Ehre. Heftig, ey. Dankeschön, Flaco. Vielen, vielen Dank. Ich muss Discord gerade mal neu starten. Discord hat einen heftigen Bug gerade irgendwie. Die Technik, Junge. Warum klappt die Technik einfach nicht so, wie man die will? Discord ist abgeschmiert, funktioniert nicht mehr. Müssen wir gerade eine Runde ohne... Oh, wer kommt denn jetzt schon wieder hier rein? Wir sind so viel. Wie kann man denn aus der Lobby kicken?
Och Mann, wie kriegt man den denn raus hier? Wisst ihr das, wie geht das? Ich tue die Gruppe einfach nochmal auflösen. Mensch, wo ist denn jetzt der Accountname? Mein Discord startet nicht hier gerade. Da steht AP Errors Latency. Startet gerade, ich muss gleich mal probieren nochmal. Discord will nicht connecten. Muss gleich nochmal probieren. Laut Internetproblem her ist 0,0% abgebrochene Frames. Ne, ich habe nichts anderes laufen, wie gehabt. Discord hat ein mega Problem gerade. Probier ich gleich nochmal. Wenn die Technik nicht will. Und wie geht's euch allen so im Chat? Was habt ihr Schönes gemacht heute? So schnell die Heizung repariert? Oha. Hallo Andreas Eibel, grüß dich. Mir geht's gut und wie geht's dir? Beziehungsweise wie geht's euch? Später bekomme ich noch von dem Ehrenmann Micha bekomme ich noch Besuch. Da habe ich jetzt auch eine Funktion, Ausrufezeichen Bro, BRO, für meinen Bruder. Hallo Muhammad. Nein, ich bin noch in der Verlosung dabei. Geht bis zum 15.12. Könnt gerne noch alle mitmachen. Dann Ausrufezeichen Gewinnspiel und dann steht alles, was ihr machen müsst, um dann mitmachen zu können am Gewinnspiel. Oh, Schluck auf. Ohne Husterei, ey. Ich glaube, ich krieg Grippe wieder. Dann let's go. Ah, wo sind die Waffen? Da geht's ja richtig ab schon draußen. Richtig Schaden kassiert gerade. Let's go. Brauchen
freust dich auf den Livestream, das ist schön. Und hallo Jonas, wie geht's dir? Er hat mein ganzes Haus hier kaputt gemacht, ey. Ups. So, holen wir die mit mehr Munition. Let's go. Leider nicht, Jonas. Kein Platz mehr frei. Aber später wird wieder wahrscheinlich ein Platz frei sein. Junge, was ist denn für ein fettes Vieh hier drin, Alter? Oh, Junge. Ey, sieht man das in der Cam? Manchmal fliegt hier so, das sieht aus wie so eine Biene oder was auch immer hier rum ist. Das ist voll das fette Vieh. Ich dachte, die sind ausgestorben. Zumindest für den Winter. Warum sticht die mich nicht, Junge? Ich raste komplett aus. Ich hab Angst, wenn die hinter mir rumfliegt. Ja, so Hummel bestimmt. Ich raste aus hier, Junge. Die machen so komische Geräusche. Ich hoffe nicht, oder? Aber ich bin hier ausgerüstet mit meiner Fliegenklatsche hier. Die werden es richtig kriegen. Die kriegt ein paar Stromschläge, dann liegt die bald. Du hast elektrische Fliegen, ich finde die voll geil. Die haben richtig Power dahinter. Sind da Gegner? Doch, das sind Gegner. Habe ich doch richtig gesehen. Oder? Ach ne, ist nur so ein Holzbalken, glaube ich. Och Mann, ich habe gedacht, das sind Gegner. Direkt schon erschreckt für nichts. Die Hummel, die hat mich ganz komplett außer der Bahn gebracht hier. Scheiße. Oh Junge, es ist schon wieder hier, Alter. Mann, das nervt, wenn man so scheiß Stechviecher hier drin hat, ey. Wir hatten mal so eine nach der ersten Fliege, haben wir gedacht, nie wieder. Das ist richtig heftig, die knistert richtig. Ohne goldene Pistole, ja geil.
Oh Mann, hier ist scheiße zu bauen, Junge. Ich habe keine Ressourcen mehr. Sehr gut. Yeah, 52.000 XP. Oh, Level 188, ja nice. Es ist gruselig, wie die verglühen. Ja, die verglühen ja richtig. Die riechen danach auch richtig heftig. Scheiße. Richtig gefährliche Ecke hier. Schade. Hau ab, du scheiß Drecksmücke, Junge. Wo ist die? Die ist da oben. Komm runter. Der sieht aus wie eine normale große Mücke, Alter. Wo die kriegst du jetzt? Boah, jetzt gekriegt, Junge. Komm. Scheiß Vieh, Junge. Komm her, Junge. Mann, wo ist die Scheiße hier? Die nervt mich, Junge. Die muss kaputt gehen, Junge. Die werde ich grillen, Alter. Wo ist die, Junge? Ich bin auf Fliegenjagd. Boah, Junge, die hat's ja, glaube ich, gekriegt jetzt. Wenn ich nochmal hier rumfliegt, Junge. Ey, Discord will nicht mehr starten. Was ist das für ein Müll, Junge? API Error. Google untersucht das Problem gerade. Serverstatus. Ich guck mal Discord-Problem mal gerade in Google. Discord-Störung. Ja, letzten 24 Stunden Störung Discord. Scheiße. Hier, Tier. Discord hat Störung. Geht nicht mehr. Skyplays, hi. Mein PC hat sich übrigens seit gestern wieder komplett repariert, sodass ich eigentlich wieder ein Firewall habe und es nicht mehr ewig gedauert, bis es neu gestartet. Ja, nice, hast du gut gemacht, Jonas, dann klappt's ja wieder. Bei dir geht Discord auch nicht? Crazy.
Ich komme da nicht mehr rein, da steht irgendwas mit Epi Error. Ich habe schon gedacht, bei mir ist was kaputt, dann ist das aber ein allgemeiner Fehler. Wahrscheinlich, die noch alle im Discord drin sind. Die haben kein Problem. Weil ich habe den PC immer neu gestartet, weil ich noch ein paar Videos am Rendern war. Das ist natürlich sehr stark, dass jetzt Discord nicht funktioniert. Klasse Scheiße, ey. Bei mir auch, Fleko. Bei mir stehen auch mit technische Probleme. Live aus Grisky Wheels. Verpasse nicht exklusive 10. Bla bla bla. 14. Dezember. Das ist am. Oh, da bin ich auf dem Geburtstag eingeladen. Das kann ich wohl nicht mitmachen. Aber es drinnen geht nichts mehr. Ich bin gar nicht drin. Ich kann mich nicht mehr einloggen. Wenn bei euch Discord wieder geht, sagt mir mal kurz Bescheid dann. So, jetzt wird erstmal ein schönes Bierchen getrunken. ...2671 Meldungen, dass Discord kaputt ist. Ist echt so, ich kann da leider nicht. Ich bin am Geburtstag eingeladen. Ich komme erst gegen Nacht wieder heim. So halb ein wird das ungefähr sein, wenn ich wieder daheim bin. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr ja gerne mal bei meinem Bruder vorbeischauen auf dem YouTube-Channel. Könnt auch gerne da mal ein Abo da lassen, wenn ihr möchtet. Der supportet mich auch immer mit Auftritten und so, dass ich da mal live singen darf und so ein Kram. Deswegen möchte ich den auch mal gerne unterstützen. Könnt ja gerne mal auf Ehren ein Like da lassen. Beziehungsweise ein Abo da lassen. Das wird den mega freuen. Ja Mann, die Quest habe ich auch schon mal beendet. Oh, Level 189. Yeah. Ah, ihr habt alle die Spitzhacken-Quest. Ja, nice. Boah, ganz knapp vor Level 200, Junge. Aber das werde ich heute nicht mehr schaffen. Aber 200 ist doch easy zu packen.
Gibt's denn hier noch Waffen? Muni ohne Ende, aber keine Waffen. Die Klingel ist kaputt. Was? Star Wars Live? Exklusive 10 Premiere? Okay. Heftig. Moin, Dennis! Ja, neuer Skin. Ich habe das von Flaco, habe ich ihn geschenkt bekommen. Der bekommt gleich, wenn Discord wieder funktioniert, den Fortnite-Beschenker-Rang. Oh, nice. Alle schön gewartet, das ist nice. Weg ist sie. Mit der Muni kann ich auch nichts erreichen. Scheiße. Moin. Ja, moin. Bis maximal 0 Uhr. Maximal bis 0 Uhr heute. Weil ich will morgen früh aufstehen um 8, 9 Uhr, weil ich dann wieder um 7 Uhr abends schlafen gehen muss. Wegen Montag habe ich erst einmal Frühdienst um 4 Uhr. Deswegen muss ich ein bisschen Rhythmus dann reinkriegen. Weil bringt nichts, wenn ich bis Mittag schlafe und um 7, 8 Uhr wieder schlafen gehen müsste. Deswegen ist so geplant bis 0 Uhr. Flaco, komme ich bei Kreativmodus auf Level 200? Nein, dann hat die Antwort sich erledigt. Dann ist die Antwort nein.
Aber ich habe in Facebook reingeschrieben, Road to 200. Kann ich also jetzt nichts anderes gerade machen. Heute wird nur Duo, Squad oder Solo gezockt, wenn ich später noch alleine sein sollte. So, was gibt's denn hier noch Neues? Sturmtrooperin, oha. Ah, die sieht auch nicht schlecht aus. Heftig, heftig. Kaufgeld, das könnten wir ruhig mal machen, solange es noch drin ist. Oh Junge. Ja moin. Ja moin. Mein Bro ist am Telefon, was geht? Ja, ist eine gute Idee. Also bist gerade live on air. Ja, komm mal gern vorbei. Ja, hab ein bisschen Bude aufgeräumt. Ich hab mein Alexa eingerichtet, Junge. Ja, das ist ja nice. Ja, ich hab mir so ein Alexa doch bestellt gehabt. Was mag ich an der erste Wand, Junge? Der Penner. Gut, wir haben jetzt 20.33 Uhr. Ja. Soll ich sagen, spätestens volle Nacht bei dir? Ja, kannst du machen. Dann lege ich bis dahin Kohle auf dann. Dann lege ich bis dahin Kohle auf. Sehr geil, mein Tabak hast du ja noch da. Ja, den habe ich noch da, den kann ich reinmachen dann. Ja, das ist ja mega. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, bis gleich dann, gell? Du hast voll schlecht empfangen. Ach so. Ich halte dich mal vom Mikro weg, weil du hast Musik an. Also, jetzt nicht mehr. Ah gut, dann tue ich dich wieder näher ans Mikro legen. So. Ja gut, da sind wir vorne nach ungefähr da. Ja gut, dann machst du dann. Ich tue um 9 Uhr tue ich dann Kohle auflegen dann. Ja, kannst du machen. Habe ich schon eingepackt. Ja, nice. Ja, ich muss mal am Anrufen am Montag wegen dem Router da. Vielleicht krieg ich mal einen neuen, stärkeren. Ja, ist ja kein Problem. Dann bis später. Gut, bis später, Micha. Ciao, ciao. Yeah. Kommt der Micha um 8:45 zu mir. Cool. Hallo Elias, grüß dich. Shit, Junge. Nein! Boah, der Modus ist richtig heftig, Junge. Oh cool, man behält sogar die Waffen. Ey, was ist das denn, Alter?
Oh Junge. Boah, das ist heftig. Mile, hey. Boah, jetzt bin ich aber echt am Arsch. Boah, der Mode ist krank, ey. Der ist richtig heftig. Da wurde ich aber mal richtig auseinandergenommen. Heizung sagt nein. Boah, das wird aber kalt. Also kannst Glück haben, dass wir noch 9 Grad draußen haben und nicht mehr so kalt mit 1 Grad wie letztes Mal. Hi Sarah, grüß dich. Wie geht's dir? Passt dir? Ja, wenn es dir passt. Also mir geht's halt gut. Heute kann ich nicht klagen. Heute geht's mir gut. Und was hast du Schönes zu Nikolaus gekriegt? Ich habe eine neue Arbeitsstelle, ja, Meil. Um 4 Uhr habe ich Frühdienst am Montag. 4 Uhr bis 12.15 Uhr. Oha, 30 Euro. Oh, ich habe ein bisschen Süßigkeiten gekriegt, aber nichts so Großartiges, weil ich bin ja ein bisschen zu alt dafür und da schenkt man sich eigentlich nichts mehr so für Nikolaus. Als Fachkraft für Lagerlogistik, das was ich gelernt habe, darf ich jetzt wieder in den Bereich reingehen. Und Hamas Kommission und Verladung und alles so um dran. Eigentlich ganz cool die Firma. Also bisher. Man muss erstmal länger drin sein, um das sich noch in eine Meinung bilden zu können. Da hat man ein bisschen mehr Geld, als wenn man daheim rumlungert. Da kannst du dir echt nichts leisten. Da kannst du nicht mal jede Woche, Wochenende mal wieder weggehen und so, da reicht das Geld einfach nicht für, ist das Schlimme. Aber ich habe immer gewartet, bis ich was Gutes hab, wo ich annehmen konnte, weil ja, so Mindestlohn, never. Hätte ich niemals angenommen. Jetzt habe ich sowas bekommen, so einigermaßen okay, Stundenlohn. Der wird dann in 3 bis 6 Monaten wieder erhöht. Habe ich direkt schon abgesprochen mit denen. Weil dann kann man sich auch endlich mal wieder ein Auto holen. Willst du mal ein Unternehmen aufmachen? Oha, was willst du denn da machen, wenn du ein Unternehmen aufmachst? Also ich habe vor, so bis 12 Uhr zu spielen eigentlich, aber bis 1 Uhr würde auch noch gehen, aber spätestens bis 1. Weil ich wollte heute, ich will morgen früh wieder aufstehen, so 19 Uhr. Weil ich muss um 19 Uhr, 20 Uhr spätestens pennen gehen morgen, wegen der Frühdienst. Weil wenn ich dann bis mittags pennen würde, sagen wir bis 14 Uhr, dann müsste ich um 20 Uhr schon wieder pennen gehen direkt. Da komme ich gar nicht in den Schlaf, dann kriege ich, dann bin ich voll am Arsch am Montag, weißt du. Aber so bis 12, 1 Uhr auf jeden Fall, solange das Internet
alles am Halten ist. Also bis 12 Uhr verspreche ich schon mal, bis 1 Uhr müssen wir sehen dann. Eine Eisdiele, soweit ich weiß, macht eine Eisdiele nicht so viel Umsatz. Weil da musst du voll viel beachten und so, auch mit Gesundheitsamt und der ganze Kram. Also das ist schon heftig, genau wie wenn du so eine Kneipe betreibst. Weil ich kenne jemanden, der eine Kneipe betreibt, also da ist schon heftige Auflagen, die du hast. Muss ja Miete bezahlen für den Schuppen, dann musst du das Eis verkaufen, du musst ja die Ware noch produzieren, dann musst du eventuell noch Mitarbeiter bezahlen und so. Das ist schon heftig, also das muss man sich genau überlegen. Ja, Eis ist echt geil. Da tue ich auch im Winter essen. Da scheiß auf die Temperaturen. Ich habe manchmal auch voll Bock auf Eis. So Nutella-Eis ist mega geil. Ich mache gerne nochmal Werbung für meinen Bro. Da könnt ihr auch gerne mal ein Abo da lassen. Beziehungsweise mal ein paar Likes auf den Videos. Das wäre mega heftig nice von euch. Boah, McDonald's-Eis ist auch geil. Vanille-Eis mit Schokosoße. Boah, das ist auch voll geil bei McDonald's. Aber es gibt eigentlich ganz wenige Eisdielen, die hier rundherum sind, die so Soft-Eis verkaufen. Außer jetzt McDonald's. Sonst gibt es ja einfach nur die normalen Bällchen. Oder McFlurry mit Smarties, das ist auch geil. Aber mit der Schokolade da drin, da was sie da machen, mit Kinderschokolade oder wie auch immer da drin ist, boah, das ist einfach too much irgendwie. Das ist irgendwie zu heftig süß. Genau wie der Schokomilchshake da, den die haben, boah. Den kannst du aber nur einen von trinken, der ist so ultra süß. Das geht mal gar nicht klar. Frozen Eis in der Altstadt? Ne, da weiß ich nicht, wo das ist. Da müssen wir mal zusammen mal hingehen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Oh ja, McFlurry mit Pommes. Ihr müsst mal Eis bei McDonald's mit Pommes probieren. Alter, das hat so einen richtig krassen Geschmack. Die Würze von der Pommes und das Eis, das ist einfach krank. Das hört sich zwar eklig an, aber es ist mega heftig geil, der Geschmack. Pommes und Eis. Ich glaube, ich gehe mir morgen mal McDonald's und Eis holen mit Pommes. Pommes und Eis, probier das mal, Mayan. Das ist mega heftig geil. Ich schwör dir dort. Das kannst du richtig geil essen, Junge. Ich würde 10 von 10 Sternen geben, ohne Scheiß. 10 von 10 Sternen, das ist richtig geil. Die Pommes schön in das Eis reintunken und dann, boah, geil. Da hast du so einen ganz neuen Geschmack und das kombiniert so heftig geil. Kein Scheiß, das muss man probieren. Das ist legendär, ich schwör dir. Das ist mega heftig gut. Wenn ich morgen bei Mc's vorbeikomme, gehe ich mir es direkt mal gönnen. Du lädst mich ein. Oh, das musst du aber nachholen dann. Ich halte dich beim Wort. Pommes mit Schokosauce, das muss ich mal probieren. Oh, schon mal Vanilleeis mit Schokosauce und dann tue ich mal Pommes probieren. Boah, das ist bestimmt mega geil. Ich kann mir auch nur geil vorstellen.
Oha, der nimmt dich aber richtig hops, Junge. Oh. Da gehen wir mal schön Eis essen. Vielleicht habe ich bis dahin ja wieder ein Auto, oder dann muss ich nicht mit dem Zug fahren. Ich will überall noch hinfahren. Dortmund, Münster, überall will ich noch hinfahren. Heizung sagt immer noch nein. Alles klar, mal, da wünsche ich dir einen schönen Abend dann noch, gell? Und trink mal ein Bierchen auf mich. Ich trinke eins auf dich. Dann Prost! Nee, Discord sagt noch nicht ja. Bei mir steht laut der Seite 3222 Meldungen. Die letzte ist um 8.33 Uhr, aber bei mir lädt's noch nicht. Hi, Kroat FP. Natürlich kenne ich dich noch. Natürlich. Oh, da wird er sich gleich freuen. Der Michael, der kommt gleich zu mir, mein Bruder. Der ist um 8:45 bei mir. Dann sage ich ihm die Nachricht. Dann überbringe ich ihm die gute Nachricht. Ihr müsst mal gucken bei dem Lied, dann Punkt, 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 für den Weltfrieden. Wie der das spielt, da geht der richtig ab mit seinem Kopf so voll so am Rumwackeln, richtig geil. Oh, das muss ich mir nachher nochmal geben, das Lied. Das feiere ich irgendwie, wo der Micha das gecovert hat mit der Gitarre. Ich richtig aus, Mal, richtig aus, der ist gleich hier bei mir. Soll in 11 Minuten gerade Cola auflegen. Alles klar, Mal, dann bis später oder bis die Tage. Kennst du dich noch? Natürlich, Sarah, dich kenne ich noch. Wie können wir das Treffen denn planen? Weil du hast ja keine Kommunikationsmöglichkeit. Sei es Discord, sei es Instagram. Ich habe da gar keinen Plan. Wie kann man dann kommunizieren? Weil über YouTube selbst geht das ja nicht mehr. Die haben das mit den Freundschaftsanfragen ja rausgenommen. Weil wenn man in YouTube eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, dann konnte man da über den YouTube Messenger schreiben. Aber den haben sie rausgenommen. Na, meine Kohle, die ist noch gut, ja. Da kann man schön, noch schön rauchen. Und Grüße an die ganzen anderen neuen Zuschauer, die beigekommen sind. Wir machen ein Gewinnspiel, 10 Euro Paysafe Card. Und wie das funktioniert, Ausrufezeichen, Gewinnspiel eingeben. Maximal bis 12, aber vielleicht lasse ich mich bis 1 Uhr noch überreden, weil ich muss morgens aufstehen, weil ich den Rhythmus noch reinbekomme, weil ich muss am Sonntag früher schlafen gehen wegen Montag Frühschicht um 4 Uhr. Ja, kannst du machen, Sarah. Ich würde sagen, wir tun auch gleich mal ein bisschen abwechseln, weil dann können die anderen auch mal gerne mitspielen. Bleib bei mir, um lange zu überleben. Das ist eine Ansage. Alles klar, mach das, Sarah. Mach das. Kannst erst um 11 mitmachen? Wie kommt's?
Bumm. Weggemacht. Oha. Wo kommt der denn her? Schon ein Raketenwerfer? Oh, das passt ja. Die Müdigkeit wird nicht gewinnen. Oh ja, helf mir, helf mir. Hilfe! Oha. Oh nein. Okay, alle weg? Boah, alle gleichzeitig kaputt. Noch 35 Minuten, dann geht's ab. Ui. Nice. Ja, ich habe gestern schon am PC gespielt. Ich bin nur am PC. Ich habe keine Konsole zum Zocken. Ich habe nur eine Wii und eine Wii U habe ich noch daheim. Und so eine Fake Super Nintendo. Ansonsten habe ich keine Konsole daheim. Aber gut, PlayStation 1 habe ich noch. Aber die zählt nicht. Die zählt nicht. Ein Respawn übrig. Ich könnte ja mal PS1 streamen, brauche ich eine Capture Card. Dann geht mal voll oldschool PS1. Ach man. Ach je, oh je, oh je. Dann geh ich mal grad Kohle auflegen für meinen Bruder. Ich hab nur PS4, 3, Wii. Aber du hast auch eine Wii, cool. Und PC. Ja, PC ist einfach besser, da kannst du halt alles mitmachen, gell? Ich mach grad für meinen Bruder Kohle auflegen.
Oh. Hallo, der Tomatensaft da. Die ist gerade dran, die Verlosung. Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben. Ah, PS2 hast du noch? Ich hatte mal eine gehabt, aber ich habe lange nicht mehr gespielt. Da habe ich die PS2 mal verkauft, weil so viel kriegst du auch nicht mehr dafür. Oh, wer ist denn jetzt schon wieder in der Lobby da drin? Wie kann man eigentlich den fünften Spieler hier rauskicken? Dass sie einfach in die Lobby kommen. Wie kann man ihn rauskicken? Wie geht denn das? Geht das hier drüber? Wieso geht das denn nicht? Oh Junge. Voll verbuggt die Scheiße. So geht das. Ist das schlimm, dass immer Leute reinkommen müssen in die Lobby, ohne einfach mal zu fragen, weißt du? Die kommen einfach rein. Wie soll ich das sonst noch umstellen? Achso, ich will mal anderen. Also Teams haben eingestellt, okay. Wie kann man das sonst noch einstellen? Gar nichts geht. Gar nichts geht. Die ist privat leider, die Gruppe. Die ist schon auf privat gestellt hier. Und es kommen trotzdem noch welche rein. Hier. Ah, jetzt machen wir mal Normalteams. Ich hab mal Bock auf Normalteams. Gerade kein Kopfgelddingens. Hallo AMK Junge, grüß dich. Ach so, dann ladet die jemand ein? Oha. Welcher will mich dann drollen von denen, die mich einladen? Wenn er noch mal reinkommt, wird er blockiert. So einfach ist das. Ich mache Verlosung. Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben. Der eine fünfte Spieler, der reingekommen ist, lauter. Der hat jetzt das zweite Mal die Lobby gecrashed. Der, wenn der nächste Mal der fünfte da einfach wieder reinkommt, wird er geblockt. PC-Update? Oh, hört sich nicht gut an. Wie sieht's eigentlich aus mit Discord? Discord sagt immer noch nein. Die sind sich alle in den Kommentaren unten drunter am Beschweren, dass Discord nicht funktioniert. Du musst Ausrufezeichen Gewinnspiel zusammenschreiben. Zusammen. Das ist jetzt dran, das Gewinnspiel. Geht bis zum 15.12. Genauso eingeben, wie es in der Videobeschreibung oben drüber steht. Und nicht lauter Frenzy. Nacet, hallöchen, wie geht's dir? 12% Elias? Ja, Windows dauert ein bisschen.
Bam! Nummer 1. Ach man. Mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Dauert Jahre. 25 Minuten. Ja, dann spielst du mit, Sarah. Müssen wir uns abwechseln. Entweder ist Creepy Bot oder Missouri abwechseln. Ich mach die Türen schon mal für meinen Bruder auf, falls wir gleich in Game sind. Oh, ja. Ja. Setz eine Runde aus, kümmerst dich um die Heizung. Alles Klärchen. Ja, Nathan, dann kannst du gerne mitspielen. Bist du schon online? Wenn ja, schreib mal gerade nochmal den Account, den du hier hast. Ich weiß ja nicht. Ich habe so viele Leute, die gerade online sind. Die Coins, da muss ich mir noch überlegen, wofür die gut sind. Die hab ich noch keinen Plan, was ich damit mache. Ja, Russi, Hallöchen. Ah, nächstes wie hier, okay. Ist natürlich wieder nix alphabetisch sortiert, wie man es ja kennt. Ah, hier. So, wir hätten noch ein paar Plätzchen frei. Wer will mitspielen? Ja, das freut mich ja, Russi, dass du da bist. Freut mich. Auch alle anderen, die gerade da sind, freut mich auch. Wie geht's euch allen? Jo, sonst machen wir einfach mal Duo. Let's go!
Müsst auf Flake und danke fürs Mitspielen und nochmal danke für die ganzen Fortnite Emotes und für den Skin, den du geschenkt hast. Nochmal riesen Danke an dich. Sobald Discord geht, kriegst du den Fortnite Beschenker Rang. Falls du den nicht schon hattest, aber guck ich auf jeden Fall nach und dann kriegst du das nachträglich. Ja, 2 Tage, Sarah. Ja, Jonas, kannst auch direkt mitspielen danach. Für dich ist dann Platz freigehalten gerade. Discord geht wie gesagt nicht, Jonas. Ist kaputt. Störung drin. Ja, ja, Rusi kannst gerne mitmachen, aber danach müsste dann, wer wollte gerade noch mitspielen? Der müsste eigentlich passen. Jonas und Jaruzi. Doch, das geht. Und danach spielt dann die Sarah mit. Genau, das würde dann funktionieren dann. Genau. Spaß des Lebens im Zimmer von meiner Schwester eine Spinne war. Warum haben die alle Angst vor Spinnen? Ich habe nur Angst vor Stechmücken. Die muss ich direkt mit meiner Fliegenklatsche wegballern. Ja, die eine Hummel oder was das war, die ich getroffen habe eben, die ist noch bis zur Küche gekommen und dann lag die dann in der Spüle rum. Die hat sich selbst entsorgt, richtige Ehrenhummel. Erwarte nichts von mir erste Runde heute, okay, kein Problem. Elias, nee, kein Stream Sniping. Außerdem ist das ja verboten. Ne, Stream Sniper, sowas nervt mich mega. In Riem Royal wurde ich immer gestreamsniped. Das ist richtig nervig, sowas. Oh, hier ist ein Gegner drin. Oh, oh, oh. Eine Spinne und deine Schwester zu ärgern. Boah, ich chill die aber keine Waffe, Junge. Das Haus ist ja komplett leer mit Waffen. Oh Mann. Ja, eine Angel. Geil. Paar Spinnen. Auch gegen Spinnen habe ich nichts. Aber manchmal die Monsterspinnen sind richtig heftig. Oh Junge. Ich bin zu blöd zum Spielen, Junge. Ist einfach zu blöd zum Spielen. Einfach zu blöd zum Spielen bin ich gerade. Darauf muss ich mal Reckenstößchen geben. Gucken, was sagt Discord? Immer noch fehlerhaft. Wei, wei, wei. Yeah, Jonas hat Top 4 geschafft. Ja, nice. Aber die anderen, die kann man doch alle überholen. Counter Kui ist momentan nicht so oft online. Ratata ist nicht so oft online.
Tampa ist auch nicht so oft online. Einfach Jenny. Ja, das ist ein Thema für sich. Leute, Basti müssen wir eigentlich auch überholt bekommen. Also ihr seid alle mittlerweile aktiver, als die in der Top-Liste sind. Also ihr könnt die locker wieder überholen eigentlich. Bei mir funktioniert Discord noch nicht gerade. Ich habe gerade probiert, hier immer noch der komische Error-Meldung da. Bald bist du eins? Ich bin gespannt. Gucken, ob von Discord irgendwas in Facebook steht. Ja, natürlich postet Discord nichts, wenn die Fehler haben. Natürlich nicht. Ich hab schon komplett geschlossen, Jonas. Der will einfach nicht in Discord selber reingehen. Ja, moin, Micha! Der will einfach nicht in Discord. Discord ist kaputt. 3300 Fehlermeldungen, kommst nicht in den Login rein. Kohle liegt schon, die ist glaube ich fertig. Na? Ja. Mein Bro ist da, Ausrufezeichen Bro. Eingehen, dann könnt ihr auch stehen seinen Channel mal gucken, wie der mit der Gitarre ausrastet. Impax, Manu, hallo, wie man gewinnt, Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben. Was ist da, hey? Wir fangen jetzt an. Hä? Das ist der Stundenzettel, den ich ausfüllen muss. Bis ich meine Stempelkarte habe. So, Jonas, lade ich ein. So. So, Jarusi lade ich auch ein. Ich habe jetzt ein Amazon Fire HD 8, Junge. Achso, ist noch im Lounger, da kann ich nicht einladen. Was hast du denn? Eine HD 8 hast du? Amazon Fire HD 8, das hätte 70 Euro, oder? Oha, ja, da kann man echt nicht meckern. Der einzige Nachteil ist, dass das zwei Generationen schon alt ist, aber es geht ja, ist ja nur ein Bandcamp. Bei meinem 7er sieht ja so aus. Durch Spider-Man-App. Achso, ja, das kenne ich, das Ding. Boah, die scheiß Emotes, Alter, da hörst du kaum, wenn der Jonas wieder mit seinen scheiß Emotes da rumspammt, Junge. Das ist ja beim Auftritt damals runtergefallen. Jetzt habe ich mir das 8er geholt, ist ein bisschen größer, kann ich besser abmischen dann und so. Ja, ist auch besser. Da hast du Welten schneller als das 7er, muss ich sagen, richtig gut. Und, ja, und das 10er läuft noch flüssiger, weil die einen extra Prozessor haben mit Stereo und so. Ich finde das 8er ist flüssiger. Ja? Ich finde schon, ja. Aber ist egal, das 10er ist zu groß für Mischpult und so. Ja, das 10er, Junge, das hat schon ein bisschen Gewicht, wenn es an das Mikrofon-Dinge hängen will. Und Philipp ist das ideal für Tonmann. Aber für mich ist das zu groß. Ja, Russi, wo bist du denn hier in der Liste? Ach, hier. Hier. Wer ist denn das hier, Junge? Ich hab keinen Plan, wer das ist. Wer hier so Zeichen hat, Junge. Ich kann direkt weg. Kann ich ja gar nicht zuordnen, so ein Scheiß. Hey, geht das nicht? Warum geht das nicht? Hier ist er weg. Wenn du hier so komische japanische Zeichen zwei drin hast, kannst du gar nicht gucken, wer das ist. Direkt weg aus der Liste. So einfach ist das. Du kannst drin bleiben, Nathan. Kannst drin bleiben. Ich stell mal vor, ich hab so ein 10 Zoll Tablet bei mir im Mikroständer hängen. Das ist richtig scheiße. Ja, meine ich richtig, du wirst die Noten da ablesen. Ich denke, ich hab's nicht mehr. Kommst wieder, Elias, wenn ein Update vorbei ist? Gar kein Problem. Mach das. Mach das auf jeden Fall. Das ist echt cool dafür. Ach so, wie man teilnimmt im Pax. Ja genau, du musst da einfach den Anweisungen folgen, Abo da lassen, Instagram Follow da lassen, dann auf Facebook ein Follow da lassen und dann kannst du auf Discord dich registrieren, sobald es wieder funktioniert. Und dann schreibst du in den Kategorie Gewinnspiel da rein, Gewinnspiel unterstrich Weihnachten und dann bist du am Teilnehmen und dann ab 16.12. wird ausgelost. Oh, wie geht's dir, Micha? Achso, die Kohle liegt noch, gell? Ist fertig. Muss nur holen. Und der Kopf von Shisha liegt auch da.
gemacht alles? Ja. Wo wir landen, gehen wir in die Webbing Boots. Hi Red Boss, wie geht's dir? Muss auch mal vor die Cam kommen. Guck mal her, zeig mal dein süßes Gesicht. Wie ne. Also ich sehe das eher auf dem Kanal. Also wenn Micha sein süßes Gesicht will, Ausrufezeichen Bro eingeben. Ja, mein Gesicht sieht so aus, oft im Fall. Da zeigst du mein Gesicht. Zu spät, Ausrufezeichen Bro sieht man dein Gesicht. Achso, Red Boss, ist mir gar nicht aufgefallen, dass du nicht da warst, weil sind so viele Leute noch da gewesen gestern. Ist mir gar nicht aufgefallen, wer mit noch mitspielen wollte und wer nicht. Wir waren eigentlich immer bis zum Ende immer komplett voll. Mit BR, BRO, Bro, Bruder. Mit B. Wenn du Bock hast, kannst du Eisschlauch mal dran machen. Leicht. Jetzt machen wir schnell mal einen Eislauf dran hier. Ja, ich habe Küche auch aufgeräumt, Bad habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt, mein Schlafzimmer ist aufgeräumt und Wohnzimmer muss ich noch ein bisschen aufräumen. Aber nach 3 Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Ich hab heute mega Bock aufzuräumen. Und wenn du Bock auf Pizza hast, die liegt auch in der Küche, ich habe Pizza bestellt. Ich hatte echt Bock aufzuräumen, dachte ich, boah, jetzt machst du das. Ich hatte Bock aufzuräumen. Dann habe ich ich habe mir den Amazon Echo Dot bestellt. Geht eigentlich, gell? Kleine Teil, da weißt du nicht diese große Dots Box, sondern kleine Dinge. Das, glaub ich, auch das hat, glaube ich, gute Boxen drin. Hat er doch. Das hat nur 22 Euro gekostet bei Prime, bei der Woche da. Kann man sich ruhig mal gönnen. Wenn man im Bett liegt und dann. Geil, ich kann darüber meinen Fire TV steuern. Den Stick. Das geht auch noch damit? Ja. Ja, das ist praktisch. Der ist direkt verbunden. Und dann habe ich nämlich, da ist ja manchmal mal Werbung am Stehen und so, dann sage ich einfach Alexa überspringen und dann tut es auch überspringen. Ich bin immer aufgeregt, ich muss gar nicht mehr am PC irgendwas drücken oder so. Und wenn mir irgendein Lied auf YouTube nicht gefällt, sage ich einfach weiter und dann tut er da denken, ich will anmachen und so. Ja, das ist cool. Das war echt mega. Dann habe ich das Ding mal gefragt, wie viel Uhr das ist, kein Handy mehr in die Hand holen und so. Total. Bis zum morgen Mittag bis Nachmittag on. Muss ich mal gucken, Red Boss. Ich habe noch ein paar Termine, die ich wahrnehmen muss. Ich muss, also es ist zwar Sonntag, aber ich muss noch Papier abgeben bei so einem komischen Amt. Da wollte ich noch meine Großeltern besuchen gehen. Und dann muss ich auch schon fast ins Bett wieder um 7. Weil ich habe am Montag Frühdienst. Also ich weiß nicht, ob ich morgen online kommen kann. Ich kann nichts versprechen. Aber am Montag sonst wieder. Gegen Mittag, 13, 14 Uhr. Da bin ich nämlich wieder daheim. Und wenn ich um 18 Uhr erst fertig bin und dann für eine Stunde nur online gehe, das lohnt sich einfach nicht für eine Stunde. Aber ich will ja morgens ein bisschen früher aufstehen und dann gerade noch meine Sachen wegbringen, da ich muss noch Post persönlich wegbringen. Ich habe nämlich keinen Bock dafür, Porto zu bezahlen. Eventuell bin ich morgens dann online bis mittags. Aber das kann ich auch nicht versprechen. Guck mal hinten meine dicken Briefe, die ich hier liegen habe da hinten. Zwei dicke Briefe. Alles, was sie noch angefeuert haben. Da bei der Warnweste dann liegen. Die bringe ich morgen persönlich in den Briefkasten, dass sie da sind. Da mache ich ein Foto von. Und wenn das nicht angekommen ist, Junge, dann komme ich direkt mit der Anwalt. Ja, ich habe keinen Bock mit denen jetzt rum zu diskutieren.
Der Lauch steckt in dir. Wo steckt denn ein Lauch? Hol dir mal Fortnite, Micha. Hol dir mal Fortnite. Keine Zeit für dich. Keine Zeit. Du kannst auch was spielen wieder live auf deinem Kanal. Würde ich mal einen Tag nicht streamen, guck dir zu, 2-3 Stunden. Oder ich übertrage das einfach auf meinem dann auch noch zusätzlich. Hol dir mal Matomo. Was? Tomo? Matomo. Was ist da dann? Richtige Stalker-Scheiße. Stalken, dass sie mich noch besser stalken können, alle? Geil. Kannst du auf deine Homepage einbinden, dann siehst du, woher die kommen. Der Landkarte, Junge, wo die reinrutschen. Ey, das ist eine Idee. Das muss man machen. Ja, gut. Jetzt kannst du den Server installieren. Siehst du aber, wer schon das Fintesystem von meinem Freund da für ein Handy das war. Also das Ding ist halt, du kannst es nicht wissen, du hast ja keinen. Ich bin höchstens ein kleiner Lauch, aber ich hab auch keinen Lauch, das ist eine dicke Bockwurst. Eine richtig dicke Bockwurst. Ich sehe den Gegner nicht, Junge. Ich bin komplett los. Och Mann, Junge. Ich hab nur die Echo-Box da, die erste, die ich da hab. Ja, natürlich auch. Aber habe ich momentan nicht eingestellt. Letztes Mal war Internet weg. Dann hat die ganze Zeit die Nacht genervt, Junge. Ich habe keine Verbindung. Ich habe keine Verbindung. Viele Dinge. Das erste oben. Die habe ich auch an eine andere Version. Ich hab die. Wenn die keine Verbindung hat, geht die einer am Sack nachts. Also, kann sagen, bitte hören, dann hält die Presse. Aber du wirst einmal geweckt. Ja, wir sind direkt, ja. Das ist der nächste. Weg ist, wenn es eigentlich ist. Ja, ich meine, wenn die keine Verbindung hat, dann tut der Echo da immer dumme Kommentare geben. Ja, dann nicht. Okay, muss ich mal gucken. Achso, die Sarah hat sich abonniert. Wenn du auf deinem Handy hast 187er Sarah J14, dann hast du dich abonniert. Ich hab einen Kommentar bekommen irgendwo. Und einen Kommentar auch noch geschrieben, Sarah? Ja, irgendwo. Der Maurice Röhr. Ich sterbe noch gegen solche, ich auch. Nee, ich bin heute nicht so in Concentration-Modus. Irgendwie so, ist ein richtiger Sonntag für mich heute gerade. Ich habe keine Verbindung. Ja, die Echo Dot, das hat voll genervt nachts. Habe ich hier einmal vom Tisch gekickt, Junge. Kostet jetzt 50 Euro. Habe ich einmal so meinen Arm nach hinten gemacht, habe ich so gemacht, dass das vom Tisch geflogen ist, dass das aus dem Schladeding rausgeflogen hat, die Maul gehalten, die Alexa da. Schön, das geile Style. Wer hat alles Alexa an bei euch hier? Alexa, erzähle einen Witz. Ich gehe kurz. Bye bye. Alles klar, Jaruzi, dann weiß ich Bescheid. Also, willst du mitspielen, Sarah? Weil du wolltest ja auch noch mitspielen. Hab ich auch versprochen. Oh, ich bin echt müde, Junge. Ey, der Nachbar, gell, der ist wieder unten irgendwo um 10 Uhr morgens in den Kellerraum gegangen, du hast die Türen. Puff, da fliegt die nächste. Puff. Alter, ich schwöre, wie kann man so Türen zumachen? Der hat keinen Respekt gelernt, Junge. Da hilft mir noch Schelle, Junge, Respektschelle. Oder an der Klinke so einen kleinen Elektroschocker einbauen oder so. Das lernt er auch nicht. Kann vergessen. So. Wir haben schon 52 Likes bei der zweiten Welt. Warum? Wo sind? Ah ja. Bam, bam, bam.
Tia muss gerade ein bisschen aussetzen, weil dann hole ich gerade noch die Sarah dazu, weil die habe ich auch versprochen, dann spielst du gleich wieder mit dann. Weil wir haben gestern wirklich nur wenige Zuschauer reinholen können, das ist dann ein bisschen shit. Ich muss heute mal ein bisschen ein paar Zuschauer reinholen können. Beste Möglichkeit, wenn Discord eh kaputt geht und du über Discord ja nicht, also praktisch, wenn das aus ist, nicht gerne spielst. Von daher passt das eigentlich gerade, bis das gleich wieder funktioniert. Aber du bist ja eh noch länger wach, von daher tue ich gerade ein paar Zuschauer bevorzugen. Weil gestern waren wir ja ein Dreier-Team zusammen und dann immer nur einen im Wechsel, das ist dann für die Zuschauer halt auch blöd. Muss ich halt auch ein bisschen dran denken an den Zuschauer. Und ist sie geil, Shisha? Bis eins alle mal, ja, dann passt das ja, Tia. Bis dahin werden die wahrscheinlich nicht alle da sein, aber dann kann man ja auch wieder später Festes machen. Jetzt dann tue ich gerade die Zuschauer alle hin und her rotieren, dass sie jetzt alle mitspielen können. Und später machen wir dann ganz gechillt wieder. Du warst der erste Außenstehende, der uns geliked hat. Welcher Außenstehende wo? Also der mit der Seite so nichts zu tun hat, quasi der erste Gast von uns quasi. Ja, geil. Jetzt haben wir 52 Likes, Alter. Jetzt halt. Ich habe mir auch schon überlegt, Werbung zu machen für die Facebook-Seite, aber ich sag mal, zu 99% der Zuschauer haben kein Facebook. Habe ich jetzt die Tage alles erfahren. Nur Instagram. Guck mal, die Seite ich gehe. Ich leite deinen Facebook ein. Ich muss gar nicht mehr dran vorbei. Weil die sieht gut aus, die Seite. Die hatte 7-8 Aufrufe schon. Dein Skin hübsch, aber oh, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich habe gerade rüber zu Micha geguckt. Ich habe gerade nicht auf deinen Skin geachtet. Ich bin gerade vom Jonas weggelaufen, weil er seinen scheiß Emote wieder anhatte mit seinem scheiß Ton da. Der kann es einfach nicht lassen, der Jonas. Ich würde so gerne die Sounds hier ausstellen können, dass man die Emotes einzeln ausstellen. Jetzt schreibe ich noch Epic Games an, ob man die Emotes komplett auf Null stellen kann. Ich will die einfach nicht mehr hören, die scheiß Töne von denen. Muss ich gleich nochmal gucken, Sarah, den Skin. Keiner will reden in der Lobby. Ja, ich habe alles ausgestellt. Ich habe so viel gehört jetzt in den letzten Tagen, dass ganz viele YouTube-Videos gelöscht werden mussten von die selber rausgeholt haben, die Streamer, weil die einfach random Leute drin hatten, die einfach nur Scheiße gemacht haben in der Lobby. Und da ich das weiß, dass zu 99% nicht gut gehen kann, werde ich das auch niemals machen mit Voice Chat. Niemals. Weil dann raste ich aus, wenn ich 5 Stunden gestreamt habe und dann wegen den letzten Minuten dann den Stream löschen muss, weil ich nachträglich die Minute nicht mehr löschen kann. Na dann raste ich aus, Junge. Weil dann wäre ich schon fast so weit, dass ich gar keinen mehr in Discord holen würde oder gar keinen Voice Chat machen würde. Dann würde ich gar nichts mehr über Tonaufnahmen machen, glaube ich, so sauer wie ich wäre dann. Dann muss ich nämlich direkt mal zu demjenigen fahren und dann direkt mal Respektschelle zeigen. Was Dennis, Sancho, Alexa, halt Maul, Alexa, nee, gib mir Bier. Ja, so würde ich hier einprogrammieren bei mir. Dann kriegt man nämlich direkt wieder ein Lächeln auf den Lippen. Oh nein.
Das Spiel macht mich aggressiv, Micha. Richtig aggressiv, Junge. Weil die einfach besser springen können mit ihrem scheiß Schießen da. Schmeckt geil. Geil. Ich freue mich im Sommer wieder, wenn die den Schlauch in den Gefrierschrank legen und so. Richtig geil. Dann chill ich bei mir unten, Junge. Auf Fußball. Tue ich meinen Fernseher ans Küchenfenster stellen. Und dann chill ich draußen mit der Shisha, Junge. Da kannst du den Fernseher praktisch unter dem Balkon stellen. Dann ist er sogar regengeschützt. Und wir können dann, und dann ist keine Sonneneinstrahlung da drauf. Dann kann man schön im Gras sitzen und gucken. Ja. Und baust so einen richtig geilen Pool auf. Und der Krauli kommt runter. Scheiße, halte ich das am besten so. Jetzt sitze ich hier wie so ein Krüppel, hab die Shisha zwischen den Beinen. Das ist doch geil danach, so ziemlich, oder? Weil das Saugen muss ja gelernt sein, der sagt mal so immer. Alexa, suche nach Getränkenmärkten in der Nähe. Alexa, okay, dann kannst du mir Bier und Wodka holen. Das wäre geil, wenn man dann noch so einen Getränkelieferant bestellen könnte, dass er mal so eine Kiste Bier vorbeibringt. Soweit ich weiß, geht das mit Alexa ja, dass du da Waschmittel bestellen kannst. Da gibt es ja extra so einen Knopf für. Wenn du den einmal drückst, dann hast du einfach eine Waschladung bestellt. Aber da ich ja so lustige Kumpels manchmal habe, die bei mir sind, gehe ich nicht von aus, wenn die dann besoffen bei mir sind und dann, auf der Waschmaschine den Knopf da lauter drücken, denke ich, was ist denn das? Und dann habe ich hier noch 10 Mal Waschmittel hier stehen. Dann muss ich komplett mal ausrasten. Aber wenn ich dann wüsste, wer das wäre, dann würde ich nämlich nachts zu dem fahren und direkt mal das Waschpuddel über das Auto kippen. Aber Bier kann man nie genug haben, das läuft ja so gut wie nie ab. Kann man sogar noch trinken, wenn es ein Jahr abgelaufen ist. Aber ich müsste die nochmal neu einprogrammieren, die Alexa. Dann stelle ich die mal hier neben mich hin. Ah ne, die geht nur über WLAN, gell? Scheiße. Alexa. Ja, bis ich einen neuen Router habe, dann müsste ja wieder alles funktionieren. Kann ich wieder alles über WLAN betreiben. Ich habe letztes Mal eingesehen, dass 40 Abonnenten gehabt hat, 600 Zuschauer. Wie geht das denn, Junge? Die Vitamine will ich aber auch haben, die der hat. Aber haben nur 5 Leute drin geschrieben. Jetzt kommt die Zone, scheiße.
Ich lese die Nachrichten, Red Boss. Ich habe sogar drauf geantwortet gerade. Ich habe auf deine Nachrichten gerade alle geantwortet. Auf jeden Fall real. Ich habe auf jeden Fall geantwortet. Ich habe alle beantwortet, alle, auch die obere. Fürs Leuchtlein, Micha? Warum lässt er mich nicht über PayPal bezahlen, der Penner? Das ist ein Schein. Keine Ahnung. PayPal ist auch manchmal verbuggt. Ich krieg lauter E-Mails, die mein Passwort hacken wollen, Junge. Gib mir vor auf den Sack. Kannst einfach nicht ausstellen, die Scheiße. Ich habe so viele E-Mail-Adressen schon blockiert, aber das nimmt einfach so viel Überhand. Ja, Heizung kaputt ist crazy, Tier. Wenn du da selbst ein Haus hast, dann musst du ja selber bezahlen, die Heizungskosten, gell? Wenn du die reparieren lassen willst. Oder vielleicht kennst du ja jemanden, der sich mit Heizung auskennt. Heizungsgas, Wasserscheiße, Installateur. Aber sie ist positiv, wenn Heizung aus ist, dann kann die Grafikkarte das Zimmer ein bisschen aufwärmen, muss nur den Computer aufschrauben. Aber wenn du Shisha rauchen würdest, dann kannst du mit der Shisha-Kohle kannst du ein bisschen heizen. Willkommen zurück, Yaruzi. Hallo Amiros Mod, die Auflösung ist ab 16.12. Wenn du mitmachen möchtest, Ausrufezeichen Gewinnspiel. Ich paar Millionen, ne, ich muss ja wieder arbeiten gehen. Ich habe leider keine Millionen. Scheiße, ich habe nicht mehr genug Muni. Oh Junge, der Gegner geht mir auf den Sack.
shit. Wie man Mod werden kann, ich habe eine Bewerbungsphase in Discord gestartet, wer sich als Mod bewerben will. Brawl Stars habe ich auf dem PC. Das müsste ich auch mal wieder zocken, Brawl Stars. Die Krümmung habe ich mitgenommen hier, ja. Ich habe ein bisschen so ausgerechnet, weil die ja so ein Bogen fliegt in der Entfernung. Aber die ist schön da drüber geflogen. Ich bin nur am Fressen. Was gibt's denn, Red Boss? Was gibt's denn gut zu essen? Mod kann man leider nicht bekommen aufgrund Discord, weil in Discord sind dann die ganzen Mod-Befehle und Resche, die dann verteilt werden, und dass die Leute sich alle dann praktisch, ja, sich kommunizieren können, die ganzen Mods. Ja, und ich muss mit denjenigen ja schreiben können, irgendwie, wenn irgendwas ist, aber wenn man kein Discord hat, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich habe nur Mods im Channel drin, in YouTube, die alle auch Discord besitzen. Pizza, Brot, Salami am Stück, Schokolade. Pizza mit Schokolade? Pizza, Salami mit Schokolade. Kann man mal essen. Ja, wenn du das machst, aber das wäre nice. Da kannst du dich auch für Mod bewerben gerne. Ich habe dann extra so einen Beitrag gemacht. Bewerbung-Mod. Bisher hat sich noch keiner beworben. Anscheinend hat noch keiner Interesse gehabt. Das geht auch noch bis zum 15.12. Hallo Zani Gaming. Bist bei vielen Mods. Hättest du denn überhaupt die Zeit dazu, dann hier auch Mods zu machen, wenn du dich bewirbst? Ne, bei mir geht kein Discord, Jonas. Ich hab schon geguckt. Da kommt so Error-Meldung wieder. Error API oder wie das Ding da heißt. Oh, ich bemühe mich ja. Schlafstream? Aber wenn ihr den Insta-Link oder so braucht, einfach Ausrufezeichen Insta eingeben oder Ausrufezeichen Discord, dann kommt ihr auch direkt zu dem Server. Dann müsst ihr nicht großartig da suchen, sondern könnt euch direkt dann darauf einwählen. Ja, das wird spannend, Jonas. Ich hoffe, der nächste holt den ganzen Win diesmal. Das wäre richtig cool. Oh, das hört sich gut an, Sarah, weil aktive Mods brauche ich auf jeden Fall, also nicht die so 2-3, also sagen wir mal 4-5 Mal nur jedes Mal im Stream dabei sind, sondern auch zu jeder Uhrzeit. Ich brauche irgendwelche Mods, die mal nachmittags da sind und eventuell abends oder nacht aktiv sind. Weil bringt nichts, wenn ich jetzt immer so 10 Mods habe, die sind nur nachmittags aktiv und nachts hänge ich dann alleine, weil es ist so ein bisschen aufgeteilt, da tue ich auch ein bisschen aussuchen dann. Aber sobald du Insta-Server und Discord sagst du mir Bescheid. Und dann schicke ich dir den Link mal zu den Mod-Bewerbungen. Dann kannst du dir gerne mal was schreiben dazu. Brawler, das ist Moderator hier im Chat. YouTube-Moderator. Ja,
Ja, angeblich werkeln die dran. Bei Discord noch. Angeblich. Ich bin mal gespannt, wie lange das anhält, aber normalerweise müsste das ja eigentlich schnell gehen. Letztes Mal Attacko wegen Bot gewesen, Micha. Kamen 100 Leute rein mit verschiedenen Accounts. 100 Leute gebannt. Da hatte ich einen Mod gebraucht. Der Nico hat das dann alles erledigt für mich. Der hat ganz viel Arbeit gehabt. Um die alle zu bannen. Was gibt's denn hier Neues im Spind? Hä, ist hier gar keine 1 markiert. Vor mich trollen das Spiel wieder. Das ist so lächerlich, ich hab langsam keinen Bock mehr auf das Game. Kann ich verstehen, Acid. Kann ich verstehen. In Discord kannst du dich bewerben, Brawler. Da habe ich eine Kategorie gemacht. Ich glaube, Bewerbung-Mod heißt das. Das ist über dem Chat. Da, wo ihr reinschreiben könnt in meinem Chat. Oben drüber steht das. Da könnt ihr euch bewerben. Alles klar, bis gleich, Sarah. Bis gleich. Bist du auf Stream am gucken? Wie? Lass mal ein Like da. Lass mal ein Likey Like da. Ich bin auch noch 0 eingespielt, Nacet. Ich hab mal besser gespielt. Das Highlight, was ich mal hochgeladen habe, aber das war das einzigste Highlight, glaube ich, was ich so gut verwenden konnte. Mit den 3 Sniper-Kills, die ich hintereinander gemacht habe. Ordentliche Waffen kriege ich hier auch nicht. Das Beste, was ich kriege, ist blau hier. Aber kannst du voll verbrennen. Die trifft einfach nicht die Scheiße. Fortnite ist genauso verbuggt wie ihr ganze Discord. Letzten Morgen Discord runter, Red Boss, das wäre cool. Ist kostenlos, Discord.
gerade Pommes warm gemacht. Dann sind die immer so richtig matschig, die Kartoffeln, aber geht. Aber wenn ihr noch Insta habt, könnt ihr auch gerne mal ein Follow da lassen. Insta. Ah, der nächste kann voll gut spielen, Junge. Heftig. Runterspringen, bauen, schießen, wieder vorbauen und wieder schießen. Richtig gut. Push mich mal mit Creator Code. Ich habe schon viele versucht zu pushen, aber die haben mal 2-3 Monate alle keinen Bock. Alle, die ich gepusht habe, die haben 2-3 Monate keinen Bock mehr. Deswegen lohnt sich das einfach nicht für mich. Deswegen pushe ich jetzt meistens nur die Leute, die mindestens mal ein Jahr lang komplett nonstop irgendwelche Videos hochgeladen haben und ich sehe, dass sie richtig Bock drauf haben, ansonsten mache ich sowas nicht mehr. Da habe ich bisher unnötige Zeit reingesteckt für die und die machen einfach nichts mehr. Ach so, war ein Spaß. Ne, ich hab gerne Leute gepusht damals, wo ich auch noch so ziemlich klein war, aber das wird einfach nicht gedankt, weißt du? Immer, die haben alle keinen Bock mehr nach 2-3 Monaten. Das nervt mich einfach nur. Wie kann der Nächste so gut treffen? Mir gehen die Hälfte immer daneben. Aber du machst eher TikTok. Ja, TikTok ist gar nichts für mich. Ich habe mir das mal angeguckt, aber... Nee, TikTok. Ja? Lauri? Du gehst mal was trinken, Jonas, dann bist du in 5 Minuten, gell?
Auf TikTok hast du 62 Abos und 100 Likes. Aber die einen, die 38 anderen Likes, die hätten dir wenigstens mal ein Abo da lassen können. Bist wieder da, Jonas. Nice. Kommt Sven ja am 21. auch mit? Das wäre cool. Vielleicht fahre ich wieder mit und muss wieder beim Autofahren aussteigen. Boah, ist kaputt, ey. Boah, bin ich müde, Junge. BH-Leute, was heißt BH-Leute? Egal, okay, egal. Da ist manchmal in Facebook auch, da schreibt einer manchmal drunter, oh, mir geht's so scheiße. Schreiben anderen unten drunter, warum? Schreibt sie, egal. Aber Hauptsache mal veröffentlicht. Oh, wir haben bei den zweiten Advent, Junge. Fällt mir gerade auf. Den zweiten Advent, Junge. Heftig.
und Chat, was macht ihr am Sonntag? Auspennen oder was habt ihr vor? Dann Prost, Micha. Prost, Junge. Aber ich glaube, die Alexa kann man einstellen in den Amazon-Einstellungen, oder? Die muss da irgendwie gekoppelt werden, oder? Kannst du da auch eigene Sätze reinspeichern? Ja? Ey, dann mach ich eine Gruppe auf, vielleicht tut ihr mir die Alexa mal einstellen, Leute. Welche Texte ich dann verwenden soll. Dann werde ich die mir hier hinbauen, sobald ich einen neuen Router habe. Dass ich wieder über WLAN alles betreiben kann, wenn ich am Stream bin. Dann tue ich die mal schön einprogrammieren. Dann sag ich, Alexa, gib mir Bier. Und sagt die, ich habe kein Bier im Kühlschrank gefunden. Beim Dönerladen bei Lieferando einfach mal so eine Kiste Bier eintragen kann und die mir hinbringen ohne Pizza. Ey, lässt mich das nicht bezahlen, Junge. Bei Amazon habe ich manchmal auch Probleme gehabt mit PayPal. Haben die gesagt, dass es nur per Lastschrift geht oder überhaupt so. Das habe ich auch schon ein Problem gehabt. Bei dem Fire TV Dingens. Ja, eine Seite von denen hat PayPal irgendwie abgestellt. Was willst du gönnen? Spiel? Ja. Wie, du hast doch gar keine Zeit. Egal. Den Markt supporten, Junge. Na, es geht, Red Boss, es geht. Ich hätte den Satz noch ein bisschen anders gestellt, wahrscheinlich. Wie ist Leuchti? Ich hab dir eine E-Mail geschickt, warum das nicht funktioniert. Arbeiten die samstags um die Zeit noch? Egal. Die Praktikanten arbeiten immer. Die müssen immer den letzten Dienst machen. Ich hab mir geschrieben, schade, dass ich jetzt zur Konferenz gehe. Ich muss immer gerne bei euch gekauft. Also, was soll ich dazu sagen, Junge? Kannst du meinen Instant Gaming Creator Code eingeben? Dann krieg ich Geld. Kein Bestandteil Instant Gaming. Den muss ich noch eintragen unter meiner Videobeschreibung, fällt mir gerade ein. Hier steht kein Bestand mehr. Kann ich nicht kaufen. Haben direkt geantwortet? Nee. Na, ich hab schon gedacht. Bei Instant hab ich gerade geguckt. Oh, Scheiße. Kein Bestand mehr. Haben die keinen Mindestbestand und Meldebestand? Der Meldebestand hätte schon lange aktiviert sein müssen. Der hätte schon lange aktiviert sein müssen. Wenn das Spiel richtig gut unterwegs ist, hätte der Meldebestand mal mindestens auf 20 gestellt werden müssen. So, ich probiere jetzt nochmal Discord. Additive parsing the load, kick off the multicore, widening, verbinde. Epi errors, latency, Google has updated the status page. Oh man, ich glaube, das mit Discord wird heute nichts mehr, wenn das schon so weitergeht. Schick uns einen Tweet, da bin ich mal gespannt, was hier drin steht. Oh, hier steht ganz schön viel drin. Oh, Discord weiß aber Bescheid. Discord is still experiencing major downtime. Oh, die hat, ach, Discord hat eine Downtime drin. Okay, Übersetzer. Mal G
geht denn das wieder? Discord immer noch erhebliche Ausfallzeiten im Zusammenhang mit dem laufenden GCP-Problem von Google. Wir haben das Team online und sind bereit, den Dienst wiederherzustellen, sobald das Stammproblem behoben ist. Wir entschuldigen uns für die etwaige Unannehmlichkeiten. Tja, Discord ist down, Leute. Gar komplett down. Die wissen sogar Bescheid. Die sind 8,45%, so wie ich es verstanden habe, im Download bereit, dass das bald wieder funktioniert. Die sind irgendwas am Hochladen dafür. Laber gewonnen. Oha, Junge. Crazy shit, Junge. Ja, war mega krass, du. Wir haben gewonnen. Er hat gewonnen, kann ich sagen. Ich bin ja direkt schon aus dem. Und krieg 1143 EP. Doch, Tier, das ist möglich. Du kannst hier so eine Combo reinmachen, dass du als fünftes Bauelement hast, dass das Ding direkt automatisch drei Felder baut. Ich glaube, das musst du im Kreativmodus irgendwie so einstellen. Was der als drei Sachen hintereinander bauen soll bei einem Tastendruck. Crazy shit. Schon mal einen anderen Skin. Oh, holen wir den mal, den Bösen. Ach so, Sarah, kein Problem, wenn Karte weg ist, da kann man nichts machen. Weil da waren ja auch viele Gegner und bringt ja auch nichts, wenn er dann auch noch kaputt geht im Spiel. Aber ist doch gut, hat doch gut gelaufen hier im Spiel, alles gut. Zwei Headshots hintereinander gekriegt, wo wir vorher gestorben sind. Ah, ist nur ein Spiel, alles scheiß drauf. Also diese Runde war echt gut. War schon vor den Splitter im Finger, Junge. Den habe ich gerade jetzt erst gemerkt, Junge, den habe ich bestimmt schon seit Freitag. Den muss ich jetzt richtig rausholen, Junge. Aber ich weiß nicht, wo eine Pinzette ist. Ich muss den so rausholen. Scheiße. Bei uns hatte einer einen Metallsplitter in der Hand. Oh, die Metallsplitter tun richtig weh. Ja, ist so dick geworden. Da ist einer hingegangen und mit dem Messer rausgehauen. Er hat Joke gemacht. Erstmal so ein Teppichmesser desinfiziert und dann weggeknallt. Wenn ich jetzt ordentliche Waffen bekomme und genug Mates, ist der Win zu 60%. Ja, hast du gut gespielt, Nathan. Das war richtig legendär. Haben gewonnen hat er mit dem Rocket. Ja, richtig heftig, wie er gespielt hat. War echt, echt super Runde. Ich brauche 3 Sekunden für einen Teil und du machst 3 Teile in einer Sekunde. Geht mir ja nicht anders. Mann, der scheiß Splitter geht mir vom Sack, der im Zeigefinger drin ist. Mann. Wie flex ich denn hier den raus, den Splitter, wenn ich keine Pinzette hab? Aus Sloppy wäre auch geil. Red Boss, zu was? Willst du wissen, warum? Zu welchem Text war das nochmal gemeint? Den habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Oh, da musst du mal gucken, wo das ist vom Kreativmodus zu ändern. Da bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Da kannst du das fünfte Bauelement hinzufügen. Junge, jetzt wollen die bestätigen, dass ich das bin, Alter. Ich bin so. Aber vielleicht können die Kreativleute irgendwas sagen dazu. Oder? Das ist auch bei Paypal, Alter. Jetzt wollen die wissen, dass ich das bin, Junge. Hi Jenny! Na!
Boah, Junge, jetzt sterbe ich schon wieder wegen. Ich bin ein richtig schlechter Fortnite-Spieler. Weil ist die Scheiße, warum gibt's hier Scheiße, Red Boss? Oh, Jenny, ich hab'n Splitter im Finger. Ah, ich hab keine Pinzette. Ich muss ihn rausflexen. Ja, bei mir ist alles klar, Jenny, und bei dir? Ich freue mich schon auf nächste Woche. Dieses Mal kriegen wir meine Karte, ich bin so schlecht. Ich sterbe immer als erstes hier im Spiel. Einfach den Splitter rausbeißen, das geht auch. Ja, Mann, der Splitter ist weg. Geil. Du musst ihn nur rausbeißen. Weil ich in meinem Bett liege, ich Hunger habe, aber nicht in die Küche will. Ja, da kann man nichts machen, Red Boss. Da kann man nichts machen. Da würde ich einfach Lieferando-App aufmachen, Pizza bestellen und dann musst du nur zur Tür gehen. Kriegst du alles fertig hingeliefert, musst du nicht mal in die Küche irgendwas machen. Aber ich hab den Splitter jetzt draußen, Jenny. Ich hab ihn rausgebissen. So wie man das macht, wenn man keine Splitter hat. Einfach rausreißen. Wird wieder richtig cool am Samstag. Die haben mich schon alle gefragt, ob ich online komme wegen dem Live-Event, was hier irgendwie ist in Fortnite. Das fängt um 19.30 Uhr an, aber ich kann ja nicht da sein, gell? Bin ich auf dem Geburtstag. Ich bin down. Ach so, ja. Am Samstag. Am Samstag, Geburtstag. Da krach ich mich richtig weg. Da weiß ich nicht mehr, weil Samstag oder Sonntag haben. Vielleicht komme ich nach dem Geburtstag wieder online, wenn ich um 0 Uhr den Bus bekomme. Wenn mein Wecker klingelt. Ich werde so kaputt sein, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekomme, ob ein Wecker klingelt. Und wenn ich dann noch ein bisschen sprechen kann, dann bin ich mal online. Aber erstmal schön Geburtstag feiern. Lotto spielen, sobald mein Geld hier da ist. Bam, Junge. Die Gegner haben mal richtig rasiert, Junge. Guck mal, hat der alles gesnackt, Junge. Du musst hier verhungern. Das ist ja die 5 Meter zur Tür. Sind 5 Meter zu viel. Ich kenne das. Das ist, wenn ich, wo ich jetzt ein Jahr fast daheim war. Beziehungsweise ein halbes Jahr habe ich ja Weiterbildung gemacht. War schon ein halbes Jahr daheim. Da habe ich auch keinen Bock gehabt, Haushalt zu machen. Ich will einfach nur pennen gehen. Ich habe keinen Bock mehr, was zu essen machen in der Küche. Ich habe mir eigentlich immer nur bestellt, obwohl ich kein Geld habe und so. Ich kenne das alles. Und wenn man sich dann zu weit dann da lauter reinhängt, dann kommt man aus dem Trotz nicht mehr raus. Oh, ein Raketenwerfer, Junge. Mit null Muni. Geil. Wenn ich dazu noch in der Lage bin, Jenny, genau. Ich schätze mal, du, wie du gesagt hast, willst du zwei Tower holen. Ich glaube, ich bin froh, dass ich die Haustür reinkomme und den Schlüssel finde. Und dann direkt ins Bett fallen und einen Eimer neben das Bett stellen, glaube ich. Ich glaube, so ein Ding wird das am Samstag sein dann. Oh, mein Auge, Junge, was ist mit meinem Auge los? Zu
für eine Müdigkeit kann noch kein Mensch haben. Ja, Mann, chill die. Du bist 12, du darfst. Oh, dann kannst du aber nicht das ganze Geld in Pizza ausgeben. Komm gleich hier, kann man was zu trinken holen. Oh ja, mach das, Jenny. Ein bisschen Sekt und Bier da am Start. Ich hab Bier hier neben mir stehen. Wenn man eine Woche lang hart gearbeitet hat, muss man sich das mal gönnen. Dann schmeckt das viel besser, wenn man weiß, was man gemacht hat dann. Dass man nicht einfach nur da rumchillt. Das ist ein Huni, das geht mal zu Nikolaus gekriegt. Was, Micha? Voll die Crap Games gekriegt, Alter. Ja, du musst dir mal Redout angucken, das Spiel. Das ist cool. Kostet auch nur 6 Euro oder so. Redout. Das ist so wie, also ein Autorennkram, nur mit so Flugzeugen. So wie F-Zero, ja, genau wie Wipeout. Da hast du immer so verschiedene Missionen, Zeitrennen, dann Hauptmission, muss Dritter werden und Zweiter, Erster. Die Strecken haben es in sich, Junge, die fliegst du mit 800 Stundenkilometer vorbei, das ist richtig crazy. Da habe ich mal 3 Liter Bier, 2,5 Liter Bier getrunken, Junge, die Streifen sind so an dir vorbeigeflogen, da kannst du gar nicht mehr spielen. Das geht gar nichts mehr. Hast du als Spartrittboss? Oha, ich bin nicht so der Sparer an Geld. Ja, moin, Nas, wie geht's dir? Und hi, ich mag Fortnite 1702. Grüß dich, neu auf meinem Kanal. Wie geht's euch? Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt an die Neuen, könnt ihr das hier, was hier steht, alles befolgen und könnt gerne mal ein Abo da lassen auf dem Channel hier. Oder mir hier auf Insta folgen. Ich hab noch eine Packung Chips gefunden, mein Leben ist noch nicht vorbei. Ja, Packung Chips kann man auch mal komplett runter essen. Hast gesehen, wie viel brutal ich Wäsche gemacht habe, Junge? Ich habe richtig viel Wäsche gemacht, ich war heute richtig fleißig. Zwei Maschinen, Junge. Ja. Aber irgendwie hat schon Lust. Ich glaube, auf Weihnachtsmann kommen hier so Leute, oh, wir müssen mal wieder was machen und so. Und dann melden die sich ein Jahr nicht mehr, Junge. Da muss ich ganz dringend los bei denen. Was hast du denn für Chips, Red Boss? So Pringles Chips sind cool oder von Tortilla, die Dinger? Die sind auch nice. Boah, Shio Chips gehen noch klar oder Funny Fresh. Oder Crunch Chips, die ist auch cool. So, das Ding kann jetzt verkauft werden, wie neu. Wie neu? Wie du brauchst. Wenn die fragen, wie hast du das geschafft, hast du ja der einer hat ein bisschen sich verspielt, dann bist du ausgerastet, da hast du das auf den Boden geschmissen. Die haben zu wenig Upload, die halt auf dem einen Lied, Junge, du bist ausgerastet, hast du in das Tablet reingeboxt. Doritos? Doritos kenne ich noch gar nicht, die Chips. Also bei uns gibt's das hier nicht in Rheinland-Pfalz, zumindest hier im Koblenzer Raum, noch nicht gesehen. Was meinst du, für das Tablet? Und Zwani? Nee. Zeni? Ja, aber kann man noch spielen drin. Oha, nächste droppt die wieder alle weg. Geil. Hi, T-Aircraft YouTube. Wann verlost du? Am 16.12. bis 20.12. ungefähr, dass das genau auch pünktlich an Weihnachten ankommt. Mitspielen kannst du unter Ausrufezeichen Gewinn spielen. Dann steht alles, was du da machen musst, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können.
Oh, du machst auch eine schöne Shisha, Sarah. Ja, geil. Oh, Apfelchips. Wo gibt's denn die Apfelchips zu kaufen? Also wenn die Apfelchips genauso schlecht schmecken wie die Shisha, da die Doppelapfel oder Apfel-Shisha-Tabak, der ist ja richtig... Der schmeckt ja richtig nach... Arsch. Das geht ja gar nicht, klar. Ich kann kein Deutsch, bei mir auch nicht. Ich tue mir die Buchstaben verwechseln. Die Buchstaben verwechseln. Die Buchstaben verpixeln. In jedem Bioladen, ach du Scheiße. Da muss ich aber ganz dringend los. Ich war noch nie in einem Bioladen drin, aber ich weiß, wo einer ist. Dann werde ich meinen anderen Bruder mal mitholen. Den Sascha Alasto, der muss mit mir dann mal richtig brutal in den Bio-Shop gehen. Ich sagte dann einfach, wenn er jetzt gerade nicht zuguckt und nicht zuhört, sage ich ihm einfach, ich bin jetzt auf Bio umgestiegen. Und nächste Woche gehe ich wieder trainieren, Micha. Dann muss ich hier richtig wieder meine Muskeln so trainieren, Junge. Der Bizeps brennt permanent dann. Willst du jetzt einen Luftballon haben? Ich habe einen Luftballon. Ich verlose hier einen schönen roten Luftballon. Wer will ihn haben? Ich hatte Langeweile gehabt, wo ich zu viel getrunken habe. Da habe ich Luftballons aufgepumpt. Mach mal. Mach nur einen Pump, gell? Mach mal einen Pump. Was? Passiert nichts? Heavy. Ich komm nicht dran. Ich hab Angst, der Luftballon platzt gleich. Ich mach gleich Pump. Der Micha macht gleich Pump. Oh Mann, Junge. Eine kleine halbe Sekunde. Oh Junge, ey, da war gerade roter Balken beim Mikrofon. Aber ich hab noch einen Ballon. Guck mal hier. Und die sind doch vom letzten Mal, wo ich Langeweile hatte, aber auf Ballons aufgepumpt. Ich will den Ballons verstecken, mich dann in einem Gulli und spiel S nach. Das wäre eine Idee. Tust du noch so ein bisschen rote Farbe in den Ballon rein und dann, wenn den zerplatzt. Oh, das könnte man Ostern gut machen. Da gibt es doch so osterrote Farbe. Wie groß wir sind. Also ich bin 1,70. 1,70 klein. Also ich schwöre, ich liebe deine Lache. Die ist so hässlich, meine Lache eigentlich. Die feiert keiner. Die kann keiner feiern, oder Micha? Kann man die Lache feiern von mir? Kann man nicht feiern, gell? Das geht gar nicht klar. Manchmal muss ich auch doppelt lachen, weil ich über meine Lache selber nochmal lachen muss dann. Ist das hart. Also wenn ich mein Paket zu verlosen habe, tue ich einen Luftballon dabei legen. So Chat, nach was sieht das aus? Gleich wird der Stream auf 18 gestellt, Junge. Dann macht YouTube aber richtig Auge. Dann muss ich irgendwie ein bisschen Angst haben dann. Meine Lache ist lustig, das kann nicht sein. Was, 1,94 bist du? Oha, Junge. Jetzt weiß ich, welche Kack-Generation das ist, Junge. Ich glaube, die 8 ist die neueste. Ja. Steht das nicht ganz unten? Wo? In den Einstellungen. Ja, ich hab's auf Werkseinstellung gemacht. Ach so. Dezimeter. Boah, ich habe lange die Dezimeter gar nicht mehr gelesen, die Einheit. Rechnet damit einer noch überhaupt mit Dezimeter? Mit Dezimeter ist manchmal voll der Schrott. Die tun meistens alles in Millimeter oder so rechnen. Und dann kommt jemand irgendwie mit Dezimeter und so ein Kram. Das ist genau wie so Newton rechnen und so ein Bullshit da. Ich glaube, eine Schokoladenpackung wiegt 1 Newton.
So, ich glaube, das ist noch so hängen geblieben vom Physikunterricht bei mir. 4G hier bei mir eigentlich, hat man hier gar kein Netz. Anzeige ist raus. Mein Schütze, heilige Makrele, ich war mit 17, 1,62 und jetzt. Bist du 1,95? Boah, da bin ich ja der kleinste, glaube ich, schon klein. Boah, das wäre heftig, wenn der Stream automatisch auf 18 gehen würde. Dann können alle unter 18, ich glaube, nur noch zugucken, wenn das überhaupt noch geht. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Ich glaube, da steht Altersbeschränkungen oder irgend so ein Kram mit schwarzem Bild, dass man irgendwie Alter bestätigen muss oder sich mal auf YouTube anmelden soll. Boah, das wäre natürlich richtig heftig, wenn er auf 18 geht. Boah, dann müsste irgendwie einer was melden, was richtig brutal ist, was ab 18 gehen soll, und dann tut YouTube das selber umstellen. Habe ich schon bei manchen gesehen, die das einfach so gemacht haben. Die haben sich zu viel erlaubt im Stream. Mikrometer, ihr kommt ja mit Fachbegriffen jetzt hier an. Oh nein, da ist jemand gegangen. Ich war Sandwich. Der misst sein Luftballon mit Millimeter. Kann man ruhig mal machen, oder? Das könnte ich ja auch mal machen. Aber wen interessiert die Info? Schreibt mal ein 1 in den Chat. Da könnte ich ja mal ein Video zu hochladen, oder? Wie viel Millimeter hat der Luftballon? Boah, da werde ich aber direkt instant gebannt. Bis erstmal raus, dass andere können. Ja, dann kann ja Tia gerne mitspielen, wenn er Lust hat. Ja, dass ihr jetzt alle einschreibt, das ist mir schon bewusst, dass ihr jetzt alle einschreibt. Ich war auf Twitch-Stream in Neuseeland. Anschlag dabei, der war ab 6. Oh, das müssen wir aber eigentlich direkt auf 18 stellen. Aber ich glaube, Twitch hat. Ich glaube, das findet Twitch nicht so cool, wenn man sowas filmt. Bam. Geht keine Einladung. Mann, das Spiel ist so verbuggt, Junge. Ist das bei euch auch so, wenn ihr die Scheiße da aufmacht, da wo die ganzen Namen stehen, dass das einfach selbstständig einfach mal wegspringt? Hey, guck mal, wie das am Rumbacken ist, Junge. Was ist das für ein scheiß Bug? Oder wenn ich hier auf den Namen klicke? Springt direkt weg. Bam, direkt weg. Wie nochmal? Welchen Skin sollst du nehmen? Ah, jetzt sehe ich auch deinen Skin. Taucherausrüstung. Schon mal auch mal einen anderen Skin mal holen. Das hat sich nach Windows Error angehört. Sehr großer Unterschied zu dem Skin hier. So. Geht das nicht mit einladen? Warte, ich tue euch nochmal neu einladen. Warte mal. Jonas und Sarah. So. So. Jetzt soll es aber wieder klappen. Wieder mal ein Lobby-Bug. Das Spiel triggert mich richtig hart, Micha.
Ich habe gerade pinkeln gelesen, Sarah. Pinken, den Schnorchel oder den hier? Dann lieber mit Schnorchel. Dann lieber schnorcheln. Skins sind in jedem Spiel schon hart unnötig. Ist so. Es hat funktioniert. Ja, nice. Boah, jetzt sind nur Frauen in der Lobby. Geil. Jetzt fühle ich mich wohl. Der Jonas zieht mal weg das kleinste Kleid an, was er hat in seinem Shop. Jetzt geht Fortnite nicht mehr. Suche Match. Sagt er, der den CSGO-Inventar im Wert von 40.000 Euro hat. Damit kann man sich mal ein schönes Auto leisten. Wie kriegt man CSGO eigentlich die Waffen-Dinger? Da musst du so Drohnen kaufen. Ja, auch. Oder beim Spielen kriegst du halt. Beim Spielen habe ich noch nie was gesehen, was ich irgendwas bekommen habe. War ich anscheinend so schlecht. Boah, Counter-Strike möchte ich auch mal wieder spielen, aber das muss ich ab 18 stellen. YouTuber Chats mal rumgeholt. Die haben mir meinen Stream selber auf 18 gesetzt. Hat gesagt, bitte trinke an den Jugendschutz der Community. Bitte setze das Alter nächste Mal wieder auf manuell auf 18, wenn du so Spiele spielst, sowieso Art. Drohnen kaufen oder Turniere. Kriege ich das von meiner Leistung auch her oder kriege ich das nicht hin? Weil wenn man da ein paar Mal gewinnen muss, dann bin ich komplett lost. Ich fühle mal so krass Verzögerung, ja, das liegt an meinem richtig guten Internet. Ich würde mal gern bei denen vorbeifahren und den mal richtig auf den Tisch hauen. Wie viel Verzögerung haben wir denn hier? Ich drücke mal jetzt mal Leertaste. 1, 2. Boah, ungefähr 15 Sekunden. War schon mal schlimmer. Verzögerung ungefähr. Aber ich tue nächstes Mal einfach so ein Just Chatting Streamer machen für eine Stunde und mach mal, dass das auf Echtzeit funktioniert. Dann dürfte nicht mal eine Sekunde Unterschied sein. Ich will mal gucken, ob das Internet das aushält. Das ist einfach so ein Stream, den ich dann später wieder lösche, aber einfach mal zum Test zwecken. Könnte ich morgen eigentlich probieren, wenn ich es nicht schaffen sollte, online zu kommen. Weil Fortnite eine Stunde spielen macht keinen Sinn, aber ansonsten kann ich ja den Stream einfach mal ausprobieren. Ob das mit Echtzeit funktioniert oder wirklich zu viel Internet verbraucht. Update ist da von Fortnite. Ich raste komplett aus, wenn jetzt ein Update kommt. Nach der Runde hier. Wie? Ich habe meinen Laptop als Router freigegeben. Wie geht das denn? Ach so. In der Einstellung kannst du mobile Hotspot machen. Jetzt ist also mein LAN-Kabel quasi ist jetzt die Hauptquelle und mein Laptop hat jetzt einen Hotspot freigegeben. Da bin ich jetzt mit dem Handy drauf gegangen. Das geht flüssig? Keine Ahnung, ich finde es ganz gut, dass du das so machst. Sonst hast du ja Probleme. Ja.
Hatte gehofft, du fällst drauf rein. Ach so, ich hab schon gedacht. Ich hab das gerade gekloppt für ein paar Minuten. Ich wäre voll ausgerastet. Weil ich habe letztes Mal schon mal ein Update gehabt während dem Stream. Da musste ich eine Stunde einfach so einen Desktop-Modus anmachen und dann habt ihr beim Update zugucken können. Weil ich einfach aus der Runde rausgeworfen worden bin und ein Update kam. Krass, haha, mach so weiter, schreib ihn mir. Und dann meinte Sack. Ja. Heftig, oder? Der Micha freut sich gerade über deinen Kommentar, Sarah. Ja. Ja? Ich hab vor. Boah. Ich auch. Denn der Gegner? Ich seh ihn nicht. Okay, ist er eh weg. Oh, das ist ein Sniper. Ich weiß zwar nicht von was, aber IDK, was ist ein IDK? Neue AK ist da. Hä, das kann jetzt aber auch nicht sein. Ihr seid mich alle am Trollen. Ey, wir haben Weihnachten, das dürfen wir mit mir nicht machen. Warte, ich bin schon voll vor 11? Bin ich schon fast 3 Stunden live? Oha! Die werden voll in der Zone schmoren. Dafür mache ich jetzt mein Ding alleine hier weg. Was hängen die doch so alle da lange beim Steamy da rum, die Zone kommt? Doch, geh kreativ rein. Ich gehe nicht kreativ rein, ne, ne. Legend Koala, moin. Was geht? Kein Problem für mich, dieser Gegner. Kein Problem. Mir geht's gut, Legend. Und wie geht's dir? Ich mach 92er Heady. Oha. Aber die 100er Headys sind besser. Kein Schild, direkt weg. Geht's auch gut, Legend, das ist schön. Und auch reichlich zu Nikolaus beschenkt worden. Bist der Nachtmod? Wie lacht Monte?
Kann man gar nicht nachmachen. Boah, ich muss mir die Monte-Lache mal angewöhnen. Ich werde ihm seinen ganzen Content klauen. Bisschen was zu essen abgestaubt brauchen wir immer. Ich habe auch noch hinter mir Süßigkeiten ohne Ende liegen. Hinter meinen, neben meinem Weihnachtsbaum, der da voll am Blinken ist. Wir müssen mal nach Buxtehude fahren, Micha. Da gibt es nämlich richtig geilen Döner, habe ich gehört, von Mehmet. Mehmet? Der Mehmet macht richtig guten Döner. Was ist denn Mehmet, Junge? Der macht richtig guten Döner, sagt Monte. Da müssen wir mal hinfahren, Buxtehude, das ist 400 Kilometer von hier. Einfach mal für einen Döner vorbeifahren. Das mache ich im Sommer, wenn ich wieder Geld habe. Ich muss gucken, meine, wie Öffnungszeiten hat, dann fahre ich mal auf, nach Buxtehude auf den Platz. Dann schreibe ich Monte, der soll mal da hinkommen. Dann sage ich, ey, mach ein Foto. Dann sagt er, nee, heute keine Fotos. Die ist zu stark, wenn die rausnehmen. Aber was ist denn die goldene Sniper mit fast 300 Header? Die ist auch zu stark. Wow, wow, wow. Ist das ein alleiniger Pusher, Junge? Als ob der alle alleine down kriegt. Als ob. Als ob. Ey, Adidas Boy, Junge, wenn das Puma gesehen hätte. Hast du mal Mehmet den Döner probiert? Der ist wirklich echt gut da. Die Soße und soll selbst gemacht. Ey, ich will auch zum Mehmet zum Döner gehen. Ey, da fahre ich jetzt die Februar, März fahr ich da mal hin. Fahr ich mal zum Mehmet. Wo ich mir für ein Wochenendticket mache, mit einem geilen Tag da, Junge. Fahr ich um 8 Uhr morgens los und bin um 12 Uhr da. Dann esse ich einen Döner und fahr wieder zurück. 50 Euro Döner dann. Egal. Egal, scheiß drauf. Ich will wieder arbeiten, dann kann ich mal recht zum Mehmet fahren. Windows vielleicht ist der Monte wirklich da, das wäre mega crazy. Du musst mal bei Mosel Weiß den Mosel Grill. Boah, der ist heftig. Dann gehe ich von Montes Tür, schrei ich so: Ey Monte, ich feier dich, komm mal raus. Und sagt er: du Hartsohn. Sagt er dann. Ja, leicht. Grund zur Verlosung ist Weihnachten, Legend Koala. Wegen Weihnachten, Gewinnspiel. Deswegen machst du bis zum 15.12. Dann werde ich die PSAFE-Dingensbumster PaySafe-Karten holen und diese dann vor dem 24. dann alle verlosen. Weil dann ist das auch pünktlich alles da. Weil das ist mir schon wichtig, dass das vor dem 24. alles da ist. Kreativ, ich will nicht nur einmal Kreativmodus lesen. Oh, da krieg ich richtig Durchfall, Junge. Oh, richtig harten Durchfall. Legend, eine Art Weihnachtsgeschenk. Genau, Weihnachtsgeschenk, das kann man so nennen. Tut der Mehmet Döner auch liefern? 400 Kilometer entfernt zu mir? Übel Wired? Was heißt denn das Legend? Das hat noch keiner geschrieben hier, Wired. Zauber meine Heizung wieder ganz, das kann nur Harry Potter. Das kann nur der Harry Potter machen.
Ja, was heißt denn das Wired oder Wired? Keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Hat noch nie einer geschrieben hier. Der Name ist blau, wenn man Mod ist. Der Name ist dann blau. Schreib mal, was rein, Micha. Weil der Name blau ist. Schreib selber mal rein. Du kannst ja deine Adresse dann reinschreiben, dann können die sich ja bei dir melden. Vielleicht, wenn du das verkaufst, das Tablet, dann sagt einer, Bruder, was? Sieht aus wie ein Baum, Junge. Da sagt er, Bruder, machst du einen guten Preis? Letzter Preis? Dann 10. Oh Gott, komm, guter Mann, komm, 15. Guter Mann, komm. Ich bin mal gespannt, ob du das verkaufst kriegst. Ich habe eine Verhandlungsbasis gemacht und soll mir den Preis schreiben. Der Switch ist ausgegangen. Oh je, oh je. Ja, die Konsolen sind nicht mehr das Gelbe vom Ei, würde man so sagen. Wieder da, Jenny. Supi, supi. Supi, dupi, super. Wortbedeutung, was? Trolling? Eigenartig? Wieso ist der Kanal trollig? Ich verstehe das nicht. Weil ich habe mit Gewinnspielen noch nie getrollt. Ich habe bis jetzt immer seine Gewinnspiele den Gewinn bekommen. Und habe ich sogar ja Videos hochgeladen zu. Ich habe keinen abgezogen bisher. Das ist nämlich nicht meine menschliche Art und Weise. Ja, so würde ich das auch machen. Aber ich freue mich in erster Linie einfach für Mehmet. In erster Linie freue ich mich einfach für Mehmet. Ach so, Legend, deswegen. Hier, guck mal, ich bin im Fernsehen gewesen, Sat.1 und so. Hier, Deutschland sucht den Superstar, war ich auch schon überall am rumfliegen und so, deswegen. Easy peasy. Ich habe meine Zuschauer nicht so durch Livestreaming, sag ich mal so, bekommen, die ganzen Abonnentenkram. Das ist der Knackpunkt. Das ist zwar crazy shit, aber crazy shit. Da kenne ich aber auch noch einen YouTuber, der Nico Slowmo, ich weiß nicht, ob den jemand sagt. Der hat auch 120 Zuschauer und hat 135.000 Abonnenten, glaube ich, oder so. Der hat genau das Problem wie ich. Wenn du die 100 Zuschauer durch die 135.000 teilen würdest, hast du genau den prozentualen Anteil draußen, wie ich auch gerade mit meinen Abos und Zuschauerzahl. Was labert denn im Hintergrund? Der Michael ist da bei mir. Der Michael ist bei mir. Das sind irgendwelche Stimmen, die kommen bei mir aus der Wand. Mir fällt jetzt erst der Weihnachtsbaum auf. Wie? Stimmt, ich hätte näher an die Kamera stellen sollen. Oh Mann, Dennis, hast du das wieder vergessen? Achso, du meintest nicht wegen Gewinnspiel-Legend, aber kein Problem. Im Dezember, Mitte Dezember oder Ende Dezember müsste eigentlich die nächste Folge kommen. Dann tue ich euch auf jeden Fall informieren und Bescheid geben. Ich freue mich auch schon, wie die zusammengeschnitten wird. Ah, die dürfte nicht mehr lange hinhalten. Dann kommt Folge 2 mit Polizei. Die wird noch brutaler als die erste Folge. Da war ich mal richtig nass im Gebüsch am Liegen und hab Handfesseln und Fußfesseln an. Ich hab's richtig gekriegt. Einen lila Weihnachtsbaum. Ich brauche mal so blinkende Leuchten im Hintergrund. Ich bin immer so der Blinke-Fan gewesen von Disco-Beleuchtung. Geht zwar jedem um den Sack, den ich kenne, aber ich will das immer geblinkt haben. So blinke, blink.
willst dir was für 3 Euro kaufen, aber hast nur 2 Euro PSC? Ja, dann kann ich dir nur raten, beim Gewinnspiel mitzumachen. Dann kannst du dir, was du kaufen willst, sogar dreimal kaufen. Oh, ein Harpunier. Geil. Lila ist die beste Farbe der Welt, deswegen ist dein Logo auch lila. Gibt's da nicht so ein Lied, lila Wolken? Geht eigentlich weiter, lila Wolken, wenn die nicht mehr untergehen. Ne, die vorüberziehen oder so, gell? Alter, als ob ich so Dreckslieder kenne. Lila, lila Wolken. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das geht. Irgendwie geht das, ich habe das aus dem Kopf raus, das lila Wolkenlied. Das war anscheinend nicht so gut, dass ich es verdrängt habe. Und der? Ich soll auf meinem Channel mal kommen. Soll ich mal den lustigen Mensch angucken? Naja, lieber nicht. Die geht mir auf den Sack. Ich schreibe immer nur Scheiße. Aber richtige Scheiße. Die holt mir immer die Ohren voll und am nächsten Tag ist wieder alles gut, Junge. Aber in erster Linie freue ich mich einfach für Mehmet. Ach so, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. So war das genau. Genau so war das Lied. Ich freue mich wieder auf den Thorsten, Junge. Ja, de Kalle Bur. Ja. Bei wo der wohnt, muss ich auch bei Mehmet nochmal bestellen gehen. Ah, ne, bei uns heißen die alle Alis, aber der Mehmet, der gibt's nur in Buxte. LSD regelt, ja, müsst ihr nur einen Tannenbaum ganz lange angucken, dann geht das von ganz automatisch. Die Augen, die gewöhnen sich irgendwann dran. Hi Sky Mask, nehmt euch kein Wäsche an mir und nehmt keine Drogen. Ich trinke nur Alkohol, das sind ja auch gewisse illegale Drogen. Und Shisha auch. Ey, die ist tot, gell? Wir brauchen eine neue Shisha. Nee, ich hol's ab. Du haust ab. Ich kann nicht. Nee. Das ist. Aber in erster Linie freue ich mich einfach für Mehmet. Ich auch. Und für dich, dass du da warst. Ich auch. Also wenn du mich besuchen kommst, freue ich mich immer mehr für dich, als ich für mich. Weil du einfach da warst. Okay. Gehe mal weiter trinken. Oh, da wünsche ich dir viel Spaß, Jenny. Und wir sehen uns ja nächste Woche sowieso am Samstag. Ja, die Uhrzeit hast du mir, glaube ich, geschrieben gehabt. Muss ich nochmal in dem Schreibverlauf gucken. Ansonsten schreibst du mir gerade nochmal die Uhrzeit. Aber wir schreiben ja Samstag eh noch mal vorher. Also ich nehme auf jeden Fall rechtzeitig den Bus. Ich glaube, die fahren alle 2 Stunden samstags. Aber wahrscheinlich fahre ich auch schon vorher kurz dahin. Ah, warte mal, ich kann doch eventuell mit dem Fahrrad fahren. Ich könnte mit dem Fahrrad fahren. Dann müsste ich nur mit dem Bus hinfahren und fahre mit dem Fahrrad zurück. Uhr, okay. Ja, da habe ich, glaube ich, auf den Bus geguckt. Dann fährt 18 Uhr Bus, der nächste wird 20 Uhr kommen. Ja, genau, dann kommt meiner hier um 47, glaube ich. 17:47 habe ich um 18 Uhr da, genau. So war das, genau. Ja, so und nicht anders. Hä? Wer ist online? Das Fra-Mensch ist online. Ey, wir haben so einen Dialekt bei uns, gell, hier in Koblenz. Da heißt das, Frauen heißen wir uns Fra-Mensch. Mal Fra-Mensch ist heimgekommen. Mal Fra-Mensch ist heimgekommen. Hier wird heute bei mir schlafen. Da könnte ich ja eigentlich einen 15-Minuten-Stream machen. Dass ich heimfahre.
Weil auf dem Berg habe ich kein Internet mehr, aber gut, ihr seht alles schwarz, das macht ja auch keinen Sinn. Außer meine Taschenlampe vom Fahrrad da, die seht ihr wahrscheinlich. Das macht gar keinen Sinn, nachts irgendwo zu streamen. Wenn man mitten auf der Landstraße am Rumfahren ist. Da würdet ihr gar nichts mitbekommen, außer den Autos vorbeifahren. Nur was ich vortrinken will. Auch so den Nuss-Nougat wäre cool, wenn du Nuss-Nougat hast, eiskalt. Ja, ich meine, die sollen streamen, oder nicht? Meine ich doch. Ja. Ja, ich würde sagen, Nuss-Nougat, das wird mir schon reichen. Nuss-Nougat einfach trinken. Aber wenn ich hier mit 10 verschiedenen Sorten anfange, dann muss ich wieder ganz viele Eimer vollschreien. Egal. Egal. Dann muss ich Sonntag auch noch die Eimer vollschreien. Ich gehe mit Freunden feiern, nicht so viel trinken, aber auch nicht so wenig. Oh, und gehst du noch ein bisschen feiern, Sarah? Gar kein Problem, würde ich auch machen. Es ist noch Samstag, ist noch ziemlich früh, kann man noch gut feiern gehen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Sarah. Und kannst dir mal Instagram schreiben, wenn du Instagram hast. Dann kann ich dir das mit den Mods-Dingern dann mal schicken, dass du dich dann für Mod bewerben kannst. Aber Discord geht ja momentan nicht. Deswegen kann ich gerade nichts schicken. Aber machen wir auf jeden Fall, Jenny. Ich bin auf jeden Fall pünktlich da dann. Und dann gehen wir den Sashi-Boy gehen wir abholen von der Bushalte. Ja, hallo. Hä? Bus, hallo. Wo ich Alexa einfach habe. Ach, du kannst deine Sprache auch noch wiederholen? Ja, alles gesagt. Oha, Junge. Kann ich entfernen. Du nimmst sie mit zum Auftritt, sagst du. Alexa, Musik ausmachen. Tschum, kein Playback mehr im Laufen. Ich hab meinen alten YouTube-Kanal wiedergefunden. Echt? Hast du ihn wiedergefunden? Ah, gehst du Shisha-Bar, Sarah, glaube ich, gell? Ja, da habe ich mich auch letztes Mal richtig abgeschossen. Nur in der Shisha-Bar nervt mich immer, wenn du da mit mehreren Leuten bist. Und du einfach keinen eigenen Deckel bekommst, sondern musst du ja wirklich alles merken, was du bestellt hast. So 4-5 Sachen kriege ich noch hin, aber wenn ich mal so Desperados bestelle, Pilz, dann Shisha bezahlen oder du tust die Teilen mit einem, tust halb bezahlen, dann Nachos oder irgend sowas. Das nervt einfach, dass du alles aufschreiben musst und du weißt nicht mehr, was du am Ende bezahlen sollst. Ich hab mein Fire TV-Stick nicht richtig ausgemacht, sehe ich gerade, der ist online. Ja, aber der ist online, der Fire TV-Stick. Aber echt, das ist auch offline. Oh, da kommt mal richtig ein Raketenwerfer hier rüber geflogen. Ey, das gibt's nicht, dass ich ihn einfach nicht treffe, Junge. Oha, einmal getroffen. Ja, Mann, der liegt. Okay, Tia kümmert sich schon drum um den. Die Fernseher in Fortnite sind aus Holz. Ja, da kannst du echt nichts gegen sagen. Schnell zonisch, achte direkt wieder auf den Chat, Leute. Bis gleich geht's wieder weiter. Moment, Moment, Moment. So. Hamburg, meine Perle. Was ist in Hamburg denn Schönes los? Na,
Muss dem noch die Uhrzeit sein. Er macht das, Jenny. Sag ihm auf jeden Fall die Uhrzeit, weil der muss sich ja darum kümmern, dass er den auch den rechtzeitigen Bus nimmt. Weil der hat ja ganz andere Zeiten, wo der abfährt. Ich glaube, die fahren so 20 nach oder so. Ne, Quatsch, die fahren 40. Bei mir 47 oder irgend sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich lade dann gleich mein erstes Video hoch. Oder muss ich nachher mal gucken? Wer? Der Nast lädt sein erstes Video hoch. Muss ich mal gucken nachher. Vielleicht. Ja, Mann, ich werde voll mit Energie hochgeschossen. Nicht weiß mir was für ein, was nicht weiß ich mir vom Mc's holen. Also ich würde mir ein Big Mac holen. Big Mac, Eis, Pommes und Cola. Eis, Pommes und dann rauchen wir ein und dann gehen wir vortrinken und dann Disco. Oha. Kriegst du von Eltern unterschrieben, dass du, weil du noch 17 bist, dass du da unbegrenzt rein darfst in Disco? Wenn ja, es wäre richtig ehrenhaft von den Eltern. Musst du immer voll überreden. Warum, Junge, weggeflext hier den, richtig weggeflext. Ich lasse das einfach mal hier liegen, das Plankabel, ne? Ja, kannst du ruhig. Dann hast du das nächste Mal direkt. Nur noch keinen Käufer gefunden für mein Tablet, Junge. Vielleicht muss ich einen 10 Euro geben, wenn ich mitnehmen will. Kann auch sein, oder? Das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht mache ich das nur auf die Arbeit. Das funkt bestimmt gut. Boah, Junge, die letzten Gegner, Junge, die letzten Gegner. Gestorben schon wieder, Mann. Mann! Ich kann meinen PC verstecken, oder? Echt? Kann eher das alles glauben. Das ist auch wieder wahr. Das ist ein Gaming-Ding. Ja, jeden Tag mit dem. Oh, also dann passt das ja. Und ein Platz 2. Ja, ist auch wieder so ein Wacklungsfehler. Ich muss mal anderes holen. Ja, ich habe noch ein anderes, da muss ich auch noch reinmachen. Die SIM-Karte habe ich jetzt auch Internet drauf. Dann mach's gut, Micha. Dann komm gut heim und danke, dass du da warst. Ja, kannst du mich auch noch Kohle auflegen, gerade wenn du Bock hast? Vielleicht. Und mir noch ein Bier bringen? Danke. Rainbow Six Montage. Oh, Rainbow Six, das wollte ich mir auch mal angucken, das Spiel, aber ich hab's noch nicht. Ich kann den Security. Achso, deswegen kommst du rein, wenn du Security kennst. Dann sagen die Eltern nichts, wenn du dann einfach nachts irgendwann heimkommst. Bruder, wenn das Video nicht eine Sekunde rendern würde. Oh, das kenne ich mit dem Rendern. Das dauert immer. Manchmal dauern die Videos, weil die so gute Qualität haben. Weil die haben ja bessere Qualität, als wenn ich Streaming-Qualität habe. Manchmal eine Stunde bis zwei Stunden, bis die hochgeladen sind. Dann bis bald, Sarah. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend, guten Shisha-Rauch, guten Durst und viel Spaß. Ich gehe oft für die nächsten, wie du möchtest, Jonas. Danke fürs Mitspielen. Dann komm gut heim, Micha. Oh, geil, Micha, danke fürs Bier. Ah, machst du noch gerade aus, noch da? Aber mache ich jetzt gleich aus dann. Kein Problem. Willst du nicht mal in der Kamera dich zeigen, du Ehrenmann? Nee, ich zeige mich nur auf Bühnen. Das ist mein Finanz. Weil dann hast du direkt weibliche Fans. Ja, soll ich auf meinen Kanal gehen, posten alles. Genau, wenn ihr den Micha sehen wollt, Ausrufezeichen BRO eingeben für Bro, dann seht ihr den süßen Micha. Schreibt ihm mal was Schönes drunter. Na gut, komm gut heim, Micha. Ciao, ciao. So, die nächste starte ich ein jetzt.
Mann, das ist immer verbuggt, Junge. So. Machst das heimlich, Sarah. Brutal. Stimmt, Shisha darf man ja eigentlich auch ab 18 erst. Hallo, machst das schon. Ich war ja nicht anders früher. Discord sagt ja, aber das check ich gerade mal ab. Hey, Discord funktioniert wieder. Discord funktioniert wieder. Yeah, es geht, Mann! Geil! Weil ich hab mich eben, ich bin ja drin gewesen, wollte dir Livestream-Berechtigung geben und dann konnte ich den Haken nicht setzen, dann bin ich rausgeknallt. Ja. Ja, geil, dann geht das ja jetzt. Was für ein Krampf. Ich hab schon gar nicht mehr gedacht, dass das, eben stand um 22 Uhr, 8% hätte der Download von denen schon erfolgreich abgeschlossen und... Ja. Jetzt müsste ich nur noch mein Zimmer jenseits von 16 Grad kriegen. Shisha-Kohle hilft. Ja. Vor allem, ich habe hier mal eine Großlüftung gemacht und habe dann eigentlich gar nicht gewusst, dass die Heizung aus ist. Und jetzt habe ich hier die kalte Luft und alles. Wenn ich bei mir vergessen hätte, die Heizung anzumachen, jetzt ist ja nach 22 Uhr, dann ist sie ja auf so ein Minimum nur gestellt. Das wird mich richtig belasten. Das ist auch kacke. Zufälligerweise genau dann, wenn ich aufgehe. Ja, das war auf jeden Fall nicht geplant, Jonas, dass du jetzt offline gehst und der Discord funktioniert. Das könnt ihr selber ausprobieren, dass Discord jetzt wieder funktioniert. Ich hatte eben bereit wieder rausgenommen, weil ich eigentlich hier schon schreiben wollte, nee Leute, das bringt nichts. Weil ich habe das eben jede 15 Minuten probiert, aber es hat nicht geklappt, dann habe ich es alle halbe Stunde noch probiert. Aber jetzt hat Tia mir schneller Bescheid gesagt, als ich selbst gemerkt habe, es funktioniert. Ja, ich habe das ja durchgehend probiert. Bis Discord dann endlich mal wieder ja sagt. Ja krass, ist diesmal ist Discord richtig leer. Sind gerade 4, 7, 9 Leute gerade bei mir online. Von 170 oder so. So. Dann gute Nacht, Jonas. Schlaf schön. Dann, ja, also spätestens bis Montag. Morgen weiß ich nicht genau. Ich tue eventuell mal die, so ein Just-Chatting-Stream einfach nur machen, wenn ich eine Stunde nur Zeit habe für zu streamen. Aber ich muss morgen noch einiges erledigen. Und dann tun wir es mit der niedrigen Latenz mal ausprobieren, ob wir in Echtzeit streamen können. Oh, Schluck auf. Können. Ohne dass es abbricht. Und das dann haben wir wenigstens eine Sekunde nur Verzögerung maximal, aber das ist alles in Echtzeit, das wäre geil. Kann ich dann mit in den Discord? Ja, können wir eigentlich machen bei Just Chatting. Fantastisch, machen wir einen Doppelchat. Das können wir so machen. Oder ich komme dich morgen besuchen. Ich weiß noch nicht, wann ich daheim bin, wie gesagt. Es kann sein, dass ich 18 Uhr daheim bin und dann 19 Uhr streame, weil ich muss noch meine Post bringen zum Amt. Ich habe jetzt alles eben vorbereitet mit Ausdrucken, was noch den Unterlagen fehlen. Weil das will ich morgen den persönlich dann einschmeißen. Dann wollte ich noch zu meiner Oma. Und dann... Ja gut, ich bin morgens schon wach und tue alles erledigen, aber ich weiß halt nicht, wie lange das dann alles dauert. Oh, ich muss ganz dringend schnell los hier. Ja, das ist das Problem, wenn man einfach keine Waffe hat, der Gegner schon. Nun stehst du da, wie Karl blöd bei der Musterung. Was baue ich mir eigentlich hier zurecht? Das Schnieper kannst du für mich mitnehmen. Oh oh. Och Mann. Francesco, kaputt gemacht, du. Ja, heute bin ich mega schlecht, kann mich heute nicht konzentrieren irgendwie. Ja, ich auch nicht. Bin hier bei minus 1000 Grad. Ich spiele eigentlich nur so vor mir hin und freue, dass die Zuschauer da sind, tue mich schon mit denen dann beschäftigen, aber aufs Spiel konzentriere ich mich nicht gar nicht so gerade. Ein Lama, das erste Lama.
Dann will ich am Montag noch anrufen beim Internetanbieter, ob die mir einen neuen Router schicken. Eine neuere Generation als ich jetzt habe. Ich hoffe, die machen das. Ich hoffe, das ist ein Mietgerät. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da vor 4 Jahren dabei angemeldet habe. Das wäre mega geil. Ich hoffe, ich muss die Scheiße erst zurückschicken, wenn ich das den Router habe. Sonst rast Strich aus. Dann suche ich mir einfach einen Raten einkaufen, das ist ja wenigstens mir. Aber wenn ich mir jetzt überlege, 4 Jahre lang 5 Euro zu bezahlen, hätte ich mir einen Router kaufen können. Auf jeden Fall. Darauf spekulieren die. Weil ich habe gedacht, die gehen nach 2-3 Jahren kaputt, die Geräte, weil die auf Dauer an sind. Weil ich halt so viele Router gab, die kaputt gegangen sind damals von der Telekom, wo ich in Gülz gewohnt habe. Jetzt wusste ich, dass die Fritzbox so geil ist, dass sie so lange hält. Aber Fritzbox ist eigentlich richtig geil. Die Einstellungen sind richtig easy peasy. Kommt schnell in die Systemeinstellungen rein. Neustart ist easy. Hm. Aber wenn das Internet nicht selbst so schlecht wäre. Rippendes. Rip. Was aktuell 2 Zuschauer, das kann nicht sein. Kennst du das Lied Tones and I, Dance Monkey? Tones and I? Ne, Tones and I, Dance Monkey. Nein. Das ist so eine, wo die im... Gut, muss ich ja selbst mal anhören. Das ist so eine Frau, die eine ganz außergewöhnliche Stimme hat. Und haben welche es nachgecovert. Die sind richtig heftig geil unterwegs. Das ist ja stimmlich 100% genau auf den Punkt. Und noch geiler als das Original. Da habe ich gedacht, krass, wie man sowas covern kann, dass das sich noch geiler als das Original anhört. Ich finde Land of Confusion von Disturbed auch besser als von Genesis. Manche Sachen sind echt mega geil als Original. Auch der Alex Good heißt der, der macht auch manche Covers, die sind richtig heftig, wie der da. Der spielt alleine 8 bis 10 Instrumente mindestens mal alleine. Und dann tut er alles das Spielen und selbst in die Musik mit einbinden. Er macht alles selber für seine Songs. Diese rauchige, tiefe Stimme von dem Herrn von Disturbed, das passt besser zu dem Lied. Und dann erst das Video dazu, dieses gezeichnete, wo dieser eine komische Typ dann, wie soll ich sagen, die Welt befreit von so einem Geldsack. Ja, manche ist schon atemberaubend, dass man die so findet. Da habe ich auch einen gefunden, der hat jetzt 50 Abonnenten, der hat ein Lied aufgenommen, so eine Rocker-Biker-Band und hat auch über so emotional, so einen Text selber geschrieben und das Lied ist einfach Bombe. Dass man das einfach so geil macht, ist irgendwie so ein bisschen so schlagermäßig, so rockmäßig, so, aber alles so gemischt, das kann man irgendwie gar nicht in so eine Kategorie einpacken, irgendwie so. Das ist aber mega heftig gut gemacht. Ich guck mal grad, wie das heißt. Video wird hochgeladen, nice. Guck mal, was hat der Das Lied heißt von Party Biker Channel, das hier ist für uns. Der hat mittlerweile jetzt 204 Abonnenten und 14.769 Aufrufe, 391 Likes und 6 Dislikes. Das ist echt top gemacht, das Lied. Das ist so, hat irgendwas. Aber bitte kurz chillen, muss noch Thump setzen. Das macht man noch vorher, Nas. Das macht man vorher. Sieht man nicht dann in dem Video? Das muss man ja gleich mal direkt angucken. Und da habe ich gesehen, letztes Mal bei Fernsehgarten so ein Lied, die Nacht voll Schatten. Da ist so eine Freude, die so, Nacht voll Schatten. Da, 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 da. Und dann siehst du, die Mundbewegungen sind nicht synchron zur Musik. Alles Playback, Junge. Da habe ich ausgerastet. Da bin ich richtig ausgerastet. Wenn die so leicht Geld verdienen. Ich finde das sehr, sehr schade, dass wenn man bei einem öffentlichen Auftritt 100% vom Band spielt. Ja, und dann sagt die noch zu einem, hey, das siehst du richtig, wie die hey sagt. Und dann läuft gerade ihre Textpassage. Denkst du, was hat die denn da denn gesungen, Junge? Das sieht gar nicht aus wie die Mundbewegung.
YouTube sagt nein. Oh, das kenne ich, das Problem, das kenne ich. Mega gut. Aber ich muss jetzt demnächst auch mal wieder ein Video machen. Wenn ich Frühstück habe, verfahre ich mit zur Skaterpark. Und dann werde ich ein bisschen skaten hier in Gruft. Ich ein bisschen Skater-Video machen. Hab ich Bock drauf. Temperaturen werden ja wieder richtig gut. Von daher, im Regen tue ich es auch einfach aufnehmen. Scheiß drauf. Scheiß auf Regen. Okay, ich mach gerade meine Shisha-Kohle drehen, die der Micha aufgelegt hat. Dann bin ich direkt wieder am Schlüssel. Nicht mal was gebracht. Ach, der ist noch am Spiel. Okay. Will nicht, dass mich jemand erkennt? Wie? Ja, Keiki, hallo, grüß dich. Ich habe jetzt ein neues Lied, was ich covern will. Da tue ich mich morgen dran setzen auch noch, wenn ich zeitlich finde oder morgen dran setzen. Das heißt, sag ja zu jedem meiner Fasern von Silbermond. Das kann man männlich auch gut singen. Bist du ja da? Das freut mich, Keiki. Das freut mich. Du hast was verpasst. Discord ist 3 Stunden lang abgeschmiert. 3 Stunden lang war komplett der Server von Discord tot. Richtig tot. Ja, der Discord-Server war 3 Stunden lang komplett nicht erreichbar. Du konntest nicht auf Discord gehen, du konntest gar nichts machen. Da stand irgend so eine Fehlermeldung und die sind dann 3 Stunden dran am Arbeiten gewesen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Oh, das könnte ich auch mal machen. Dann Predators! Lass mir leichten Fuß und Watchtime im Hintergrund da. Bin gerade alle meine Supporter am Durchgehen. Ja, gar kein Problem. Dann beste Grüße zurück. Ja, ich habe schon meinen neuen Cover-Song gefunden. Ja, Mann. Den muss ich auf jeden Fall auch singen. Den muss ich auch noch hochladen. Den werde ich ja wieder richtig abmischen, mein Dingens. Meine Karaoke, die ich da mache. Der heißt, ja, Piano-Version von Silbermond. Richtig heftig geil. Das Lied fühle ich auch richtig. Das tue ich richtig fühlen. Musst du off, Keiki? Alles klar, dann dir noch einen schönen Abend. Muss jetzt auch offline, Nathan. Alles klar, dann auch dir einen schönen Abend. Jo, also wir hatten noch 2 Plätzchen frei für die ganzen überlebenden Sterblichen, die noch mitspielen wollen.
Auswahl und alles fertig. Kriege ich hier keine Errungenschaft, dass ich 100% überall habe? Alles komplett voll. Heftig. Karriere. Wie? Gibt's keine Errungenschaft? Oh, hier der Item Shop, der ist so traurig. Der ist richtig traurig. Das ist der schlimmste Item Shop, den ich jemals gesehen habe, gell? Ey, links hast du nur 1 von 4, 1, dann 1 und hast du 2 von 2. Das war immer so, überall waren 4 von 4 Sachen. Und dann wie die aussehen, die Dinger. Alter, das ist der schlechteste Shop ever. So. Also dieser Bush Ranger, also da. Der sieht richtig krank aus. Da würde ich keine 12 Euro für ausgeben, mit seinem komischen Honigmelonen-Dinger da. Und hier der Polara, irgendwas ist da hier. Kapitel 2, Season 1 angeführt. Teil des Royal Mantic Sets. Mit so einem scheiß Pinguin da im Rücken, ey. Eieiei. Knochenwespe. Die sieht geil aus. Aber wie viele T-Shirts und Jacken will der noch anziehen? Ansteckend Emote. Oh ne, oh ne. Drei Sachen schon im Besitz. Sturmtrooperin. Alter, hat der Flaco hat mir für 800 V-Bucks hat er mir heute den Skin geschenkt. Ehrenmann. Und noch hier das abgenutzte Dingens. Das war nochmal 3 Euro. 11 Euro hat er. Alter. Achso, da wollte ich genau. Wollte ich halt dem gerade noch die Rechte geben, dass er die Fortnite-Beschenker. Kann mal gucken, wo der ist. Bevor ich es vergesse. Boah, muss man nur die Accounts mal finden. Bestimmt kann ich bei Gewinnspielen mal gucken. Oder er ist auch gar nicht in Discord drin. Muss ich ihn nächstes Mal nochmal fragen. Ich begehe jetzt 170 Leute durch. Hab ich sagen. Achso, Missouri, willst du mitspielen? Ja, wir machen gerade nochmal eine Duo dann, weil jetzt eignet sich das gerade. Aber ich gehe gerade meine Kohle noch holen, dann kann ich mich wenigstens gerade sitzen bleiben. Und dann kannst du mitspielen. Auch irgendwann ist auch die Musik vorbei von dem im Hintergrund cool. Oh, Wasser am Schlauch, geil. Das ist der Nachteil an Wasserschläuchen. Ich weiß schon bald gar nicht mehr, wo wir landen sollen. Hä, hier ist noch ein Eisberg mehr dazu gekommen, glaube ich, hier, oder? Wo denn? Neben Lazy Lake. Und zwar, glaube ich, nur hier rundherum irgendwie hier so. Aber jetzt ist hier noch, glaube ich, noch was. Außer ich habe echt eine weg. Das kann natürlich auch sein. Sieben, neun Leute nur noch, geil.
Jetzt habe ich ihn markiert zum Landen, ich mir auch voll der Vollhorst, Junge. Jetzt zu Retail. Ja, ich habe den nur markiert, weil er neu war, aber ich wollte da gar nicht landen. Ich bin komplett schon Lichtjahre entfernt. Samstag schön Geburtstag feiern, da bin ich richtig tot wieder. Boah, die mussten noch anhalten am Samstag letzte Woche, weil ich habe voll die komischen Gefühle im Magen gehabt. Irgendwo auf, ich weiß nicht, auf Autobahn oder so, rechts Warnblinker an. Obwohl ich gar nicht so viel getrunken habe, das war ein Sixer eigentlich, oder nur, das war gar nicht so viel. Und Schnaps hatte ich nur einen gehabt. Ich merke, aber wahrscheinlich, weil ich so wenig gegessen habe, denke ich mal. Ich glaube, ich gehe hier nach off. Echt? Ja, bringt nichts. Mir friert die Nase hier ein. Ich kann mich nicht konzentrieren, bin müde. Ja, das ist echt. 3 Stunden geschlafen, bestenfalls. Oha, na gut, da kann man verstehen dann. Ja. Wegen Frühschicht, ne? Dann ist direkt eingeschlafen, dann noch Essen schmieren und all der Kram. Man muss ja auch sagen, kannst ja nicht jedes Mal Kantine Geld verpfeffern, da sammelt sich alles. Das mache ich schon ewig nicht mehr. Da stehen die ganzen da, die sich in der Kantine beschweren, aber Weihnachten, wenn das kostenlos alles ist, dann steht jeder da an. Da schießt irgendjemand. Hier, bei mir, komm. Gut, ich hab einen Sniper nur. Oha, geschafft, Junge. Jetzt ein Header, Junge. Richtigen. Header! Komm, du noch mal. Jetzt ein Header. Okay, Infobo. Hätte eine süße Pistole gehabt. Damit hat die mir Angst gemacht. Außen ist noch Party, ich komme. Oder wir bleiben einfach chillen. Wir tun einfach mal chillen. Mal auf Chillen. Nee, das ist doch langweilig. Stimmt, wir müssen direkt Action. Okay, let's go. Du dreckiger Spieler, Junge. Du dreckiger Spieler, Junge. Ach, die süße Japanerin, das tut mir immer so weh. Stimmt, den Skin hast du gar nicht momentan an aktiviert. Ja, zieh mir noch die Nase lang. Hast du nicht gekauft? Nein. Achso, ich hab gedacht, du hast sie gekauft. Aber die ist irgendwann auch wieder im Shop. Nein. Drin. Die war nach einem halben Jahr ist drin, glaube ich. Wenn ich mir in der neuen Saison wieder die Währung gespielt habe, dann kann ich mir. Aber jetzt eigentlich kann ich auch um 0 Uhr offline gehen, weil es eigentlich ja keiner mehr im Chat da. Ja, dann wollen wir das hier. Moment, der Dingens, der wollte ja noch mitmachen. Stimmt, der Missouri spielt noch mit, wenn du noch da bist. Ja, gut. Dann noch eine Runde. Ja, 8000 schlagen diese Runde. Sag mal, hat er 300 Schild oder was? Irgendwie, aber haben wir trotzdem erledigt. Oh, da hinten ist einer. Scheiße. Bam. Bam. Dann ist sein Kollege wohl nicht weit. Taktische Schrotflinte lila. Boah, das ist gut. Sniper habe ich. Oh, die muss ich mal auf die 4 legen. Das auf die 1. Da liegt sie gut. Missouri, bist du noch im Chat drin?
Wenn er gleich nicht da ist, um sich anzumelden, dann kann man nichts machen. Ich auf. Ja, dann ist es halt so. Dann haben wir heute technische Probleme gehabt und. Technische Probleme, direkt boom weg. Da steckt man nicht drin, da machst du nichts. Ah, ich will morgen früh aufstehen, wahrscheinlich will ich schon morgens gerade meine Sachen erledigen. Dann fahre ich direkt zu meiner Oma gegen Mittag. Und vielleicht kann ich dann doch noch online kommen. Aber ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich weiß nicht, wie das zeitlich ist, weil da kommt man manchmal nicht weg, weil man so lange da bleibt. 1-2 Stunden, dann ist einmal 16, 17 Uhr. Und für 2 Stunden jetzt gerade einen Stream öffnen, das macht keinen Sinn. Das sind nur 6 Runden. Hast du Muni von allem? Ja. Geh schon auf den neuen Berg. Toll. Nur ein bisschen weiß drüber geflechtet, toll. Video ist oben nass und dann gucke ich mir es nach dem Stream an, weil so wenige jetzt noch da sind. Wahrscheinlich werde ich jetzt noch eine Solo-Runde danach machen, dann gehe ich auch offline. Weil dann haben wir 12 Uhr. So wie ich es geplant habe, weil 1 Uhr bringt jetzt nichts mehr. Viele sind jetzt feiern gegangen noch. Dann denke ich mal, ist besser Zeitpunkt offline zu gehen. Willst du das Lama noch öffnen? Cool Lama, oh ja. Na komm. Ich brauche 300 Holz. Warte, ich baue drumrum. Oh, das geht schon. Oh, das war so schlecht. Alter. Oh. So, hast du Schneepamuni genug? Ja, willst du haben? Nee, willst du haben? Ich hab 40. 42. Oder, damit können wir gut kämpfen. Ja. Daneben schießen. Immer schön nach hinten gucken. Und das Lama nicht übersehen. Ey, noch eins, das gibt's nicht. Und noch eine goldene Kiste daneben. Dritte Medikit. Hier ist noch ein Medikit. Spendabel für die letzte Runde. Hä? Hey, da hat einer geschossen, aber gerade. Hä, warum habe ich kein Schild mehr? Hat ich kein Schild? Hm, komisch. Von eben wahrscheinlich der Kampf. Hm. Och nö. Hier oben. Nein! Schnell heilen. Hier ist noch Schild. Ja, sie kommen wohl wahrscheinlich, ne? Pass 8. Ja, ich höre sie. Er trinkt nix. Mein Kollege ist auch noch irgendwo. Da ist einer oben. Nein. Och, keine Muni mehr. Ärgerlich. Noch ein Ründchen mache ich noch, dann haben wir 12 und dann passt das. Das ist so da, Missouri. Boah, die Shisha war hart. Boah.
Tür. Gibt wohl keinen richtigen Mode. Machen wir nochmal los. Jo, dann machen wir die letzte Runde jetzt. Und dann bin ich offline. Dann stehe ich morgen um 9 Uhr auf. Erledige meinen Kram. Und dann geht's ab. Oh, landen wir mal hier. Lass uns zu Schlurpi gehen, weil dann kann ich noch eine Mission machen. Ach so, ja, machen wir das. Öffnen. Du hast keine Gruppenhilfe drin, kann ich nicht helfen. Warum ist die raus? Fortnite sagt nein. Na gut, sind eh nur noch 8. Das kriege ich wohl hin. Ich bin mal gespannt, wann die nächsten Chapter die Map mal ändern. Bin mal gespannt, was kommt. Ich schätze mal, in der mittleren Insel wird wieder was passieren. Gehen wir am besten direkt zu den Tanks hier, oder? Ich brauche erstmal eine Waffe. Ich habe eine Sniper. Sehr gut, ja, komm. Ich hab direkt Party. Keine Waffen mehr hier. Außer der Sniper. Ah, doch, hier unten. Die reicht für den Anfang. Jetzt keine Schnieper. Der ist da oben, oder? Ich weiß nicht, wo er rumschlitzt. Ich sehe ihn. Bam, er war mal da. Oh, hier ist noch einer irgendwo. Nice. So, Konventionslimit erreicht. Okay. Meine. Das Spiel gönnt mir gar nichts. Jetzt aber runter.
denn hier noch Kisten? Hab nur einen Hubwagen gefunden. 4. Hier war ich auch schon zweimal. Also Munitionskisten, wie viel brauchst du noch? 4. 4. Ich guck mal, vielleicht ist irgendwo noch was. Hier gar nichts. Hier ist eine. Ich komme. Weg. Eine noch? Ja, hier die. Das ist die letzte. Mhm. Yay. Brauchst noch ein Schildi? Nö, ich hab genug. Ich hab hier, glaube ich, was gehört. Oder du warst das? Hm, keine Ahnung. Hm. So, gehen wir mal zum Wubi. Von Wapping Woodsy. Jetzt finden wir auf einfach die Pilze, die man schon jahrelang gesucht hat, letztes Mal. Jetzt finden wir alle. Wir müssen echt irgendwie bauen lernen. Da war doch mal so ein Fräulein, was uns das beibringen wollte. Die kam nicht mehr online. Ja. In Discord ist er noch da. Ich hab den Namen schon vergessen. Die hat einen blauen Account. Komisch, da hat jemand gebaut, aber die Kiste nicht geöffnet. Hier ist der Sniper? Hab ich. Ah, okay. Wie viel Muni hast du? 74. Gibst du mir die Hälfte? Ja. Okay. Nein, von Schnieper. Ach so, da habe ich nur 12. Warte ein bisschen. Ach, immer dieses Bauen. Steht er nicht so auf einem Platz? Aber wenn 250er. Du dich bewegst beim Snipern, dann ist das nicht mehr die Zielgenauigkeit. Ja, muss man ein bisschen vermitteln. Hallöchen, Samira! Willkommen zur letzten Runde, da gehe ich offline. Ich bin da irgendwo rum und in der Medien gemacht.
Sonst hätte den nämlich jetzt wiederbelebt. Ah, shit, ey, sind voll gut. Ich habe auch nicht mehr so viel Muni. Ja, noch ein 250er. Und ein Lama zur Belohnung. Ja, nice. Und Samira, alles gut so, bei dir? So, jetzt gehen wir hier erstmal so eine Pampion einsacken. Ja. Lauf durch, als gäbe es keinen Morgen. Maschinenpistole. Oh, die hat nur so wenig Muni, dann lieber nicht. Oh ja, 251 kann ein bisschen was anfangen. Bei mir ist auch alles gut, Samira. Wie lange bist du später noch wach? Weil ich wollte nach der Runde hier offline gehen. Kannst eine Tür reinhauen. So, gehen sie einmal durch. Hab alles. Wow. Wieder nur Mist. Oh, da hinten sind die. Wir gehen kurz aus der Tür hier ab. Scheiße, soll ich die Tür reinbauen? Hm. Oh, 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 Raketenwerfer. Pass 8, ne? 100er. Nein! Schnell. Das kriegen wir noch hin. Wir müssen eigentlich das Haus machen, ja. Ja, es ist. Scheiße. Scheiße. Ich denke, wenn meine Tabletten wirken, die wirken schon ein bisschen. Ja, ansonsten können wir ja noch ein bisschen schreiben, Samira, wie gesagt, weil ich gehe jetzt nämlich offline. Wir haben jetzt 5 vor 12. Dann würde ich nämlich jetzt offline gehen. Ist auch nichts mehr los im Chat. Ist irgendwie alles sehr ruhig gerade. Anfangszeiten waren richtig viel, aber jetzt seit einer halben Stunde passiert nicht mehr viel. Ich schätze mal, die meisten sind jetzt eben gegangen. Shisha-Bar, feiern und alles drum und dran. Ah gut, dann schreibe ich dich jetzt gleich nochmal an. Dann. Ja, dann würde ich dir wünsche eine gute Nacht, gell? Dann. Macht's gut. Dann ciao, ciao. Tschüss. Gut, dann schreibe ich dich gleich an, Samira, dann. So, dann bin ich jetzt mal offline. Ich wünsche euch auf jeden Fall alle einen schönen Abend noch. Schlaft gut. Und wer beim Gewinnspiel mitmachen will, einfach Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben im Chat, wenn ich live bin. Ansonsten ein Follow da lassen auf Insta, auf Facebook und Abo da lassen auf YouTube. Dann geht ihr auf meinen Discord-Server und dann steht hier Hashtag Hashtag Gewinnspiel-Weihnachten. Dann könnt ihr da eintragen, euren YouTube-Account. Und dann seid ihr auch schon im Lostopf drinne und ja, mehr ist nicht zu sagen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Und ich bin eventuell später nochmal online am Sonntag, aber wenn ich es nicht schaffe, dann auf jeden Fall gegen Montagmittag, weil ich habe Frühdienst am Montag. Deswegen muss ich sonntags früher pennen gehen. Deswegen, aber ich gehe mal von Montag aus. Dann schlaft schön und ciao.